Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Runde Phasmophobia mit Simon und Gnu. Wir stürzen uns in eine Halloween-Edition dieses Grusel-Mehrspieler-Spaßes. Dort geht es um Kürbisse, um Süßigkeiten und um Geisterfotos und ich werde mich sehr, sehr gruseln. Zum Glück habe ich zwei coole Leute an meiner Seite. Hallo Freunde. Vielleicht sind sie auch nicht mehr da, vielleicht haben sie mich auch verlassen und haben mich einfach nur... Gerne einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Da, du hörst mich. Hallo, mein Friend. Und meine liebe Community, die gerade live im Chat... Ja, ich habe gerade noch erzählt, dass bei mir das Mikrofon nicht geht, aber Gnu wird unsere Stimme sein für die Challenge. Jetzt brauchen wir es aber auch gar nicht. Also sprechen im Spiel. Was ja so ein cooles Feature eigentlich ist, finde ich, in Phasmophobia. Ja, absolut. Das. Oh, aber bist du das? Nein. Okay. Hallo. 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 So, Simon, ich erkläre es dir auch noch mal kurz. Ich habe gerade zugehört. Ich habe sogar mit euch gesprochen, als ihr darüber gesprochen habt, dass ich vielleicht zuhöre, aber ich hatte noch Mute an. Du hattest einfach keine Lust auf uns. Nee, ich beobachte euch immer. Ihr könnt euch nie sicher sein. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich habe gedacht, ich kann mich auf dich verlassen. Passend. Nils, vielleicht bin ich jetzt unter deinem Bett. Wieso glaubst du, dass ich jetzt... Streamst ja nicht auf dem Bett. Stream nicht im Bett. Streamst du im Bett? Was hast du nebenbei noch einen OnlyFans-Account oder was ist los? Ja, man, du bist überall, ne? Du weißt, wie es ist, ne? Ja. Gas ist teuer. Du, wollen wir los? Wollen wir loslegen? Genau. Ich habe alles mal hinzugefügt. Das Einzige, was wir für die Runden brauchen, sind ein Fotoapparat und Feuerzeug. Mehr brauchen wir tatsächlich gar nicht. Und starke Taschenlampen. Das heißt, habt ihr noch ein bisschen Money? Ich habe 30, glaube ich. Ach süß, es hatte Level 1 und 2. Ja, du bist Level 406. Oh süß, okay, dann kaufe ich. Aber ich will da nicht sterben, sonst ist alles weg. Ja. Das heißt, ich habe schon mal potenzielle Opfer gefunden. Ich kann dir auch, wenn ich wüsste, wie das geht, kann ich dir all mein Geld vor die Füße schmeißen. Nee, das ist ja lieb von dir, das passt. Also ich soll eine Taschenlampe kaufen? Also starke Taschenlampen, aber ich kaufe die jetzt einfach kurz. Ich habe eigentlich nichts. Ich habe wirklich nur 30. Sag mir, wenn ich irgendwas kaufen soll, ansonsten kaufe ich gar nichts und spare. Ja, spare erstmal noch. Dann habe ich starke Taschenlampen, aber warum haben wir nur zwei? Ich habe doch jetzt drei hinzugefügt. Ist das wieder ein Bug? Was steht bei mir denn? Bei mir steht... Jetzt habe ich drei hinzugefügt. Steht bei dir starke Taschenlampen? Sieht das denn immer so aus hier? Was starke? Gnu, das war doch eigentlich, sah das doch mal anders aus, diese ganze Das ist alles neu, genau, ist alles neu. Da oben siehst du auch so einen kleinen Abonnenten, der noch so durchs Fenster schaut. Ist das gruselig. Guckt mal hier durch, wenn ihr Bock habt. Wo durch? Da? Ich sehe ganz wenig. Siehst du das? Für mich ist das einfach ein schwarzer Blob. Was? Die lockt uns in eine Falle. Simon, sie hat uns in eine Falle gelockt. Das ist irgendwie so ein satanistischer Kreis. Jetzt müsst ihr in die Mitte. Vertraut mir. Ah, Kinder. Alter. Die ermordet uns. Das ist... Ja, ist ganz schön, dass sie sich so viel Mühe geben. Du weißt ja, wenn du im Stream stirbst, stirbst du auch... In echt. Stirbst du auch in echt, ja. Yeah. Ist doch Halloween-Event, das muss ja so sein. Oh mein Gott. Ich frage mich echt, wie das ist, ne? Weil eigentlich beschwören wir ja wirklich gerade irgendeinen Hexenring oder so, ne? Das ist doch für eine Hexe egal, ob wir es im Spiel machen oder in echt. Das ist ja eigentlich voll der geile Start für so einen Horrorfilm. Oh, ne? Alter Schwede, ist das spooky gerade. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch hier so eine Taschenlampe euch mal nehmen. Dann könnt ihr es auch mal eurer Community zeigen. Hier diese UV-Lampen. Könnt mal damit so ein bisschen rumleuchten, wenn ihr wollt. Wie nimmt man die auf mit E oder auf F? Auf E, oder? Genau, auf E und dann rechts. Genau. Hier ist aber nur eine gewesen, glaube ich. Ne? Ja, aber ich glaube, wir sehen es auch, wenn du es anleuchtest. Ja. Alter, ja, jetzt sehe ich was hier. Ich komme zu dir gelaufen. Wo bist du? Wo steckst du? Da. Don't look. Die Zahl des Teufels. Genau, da oben hat so alle Spiele, die es immer so gab. Da kann man auch zum Beispiel hier ein bisschen... Spielen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem erst eine Geisterbeschwörung bei Rocket Beans. Echt? Ja. Die war richtig spektakulär. Na, wir hatten so einen Mentalisten da und der hat verschiedene Geistergeschichten mit uns gemacht und die waren allesamt wirklich beeindruckend. Das ist ja mega cool. Ich habe nämlich auch von der Lara so ein echt, weil wir spielen mit Lara immer sehr gern Phasmo, so ein echtes Ouija-Brett bekommen oder Ouija-Brett. Hab's aber noch nicht benutzt.
Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt, ne? Timon, ja, ich hab Bock drauf, dann zeigt ihr euch alles. Ich habe die ganze Zeit auf die Antwort gewartet, als ich irgendwie im Titel gelesen habe, Mentalist. Und ich dachte, ja, was ist Mental denn jetzt? Was ist denn jetzt Mental? Ich habe außerdem so einen Stein dabei, den kriege ich nicht mehr weg. Ich hab's gesehen. Achso, auf G kannst du den schmeißen. Was steht denn jetzt bei Entschuldigung. Euch? Oh nein, das war ein Versehen. Ich hab dich abgeschossen. Jetzt hab ich den Stein. Was ist ein Quatsch? Ach, warte mal, da sagt jemand, schau mal von oben. Was stand da in den Van? Oder an den Van? In den Van. Ach, von ganz oben, ja. Ich seh da nix. Schau mal oben beim Van. Ach so, oben beim Van. Seht ihr bei mir jetzt, wie viele starke Taschenlampen drin? Wenn ihr auf den Zettel schaut? Ich gucke. Mal runter. Das ist die Ausrüstungsliste, oder? Ja, genau. Seht ihr da irgendwie, wie viele starke Taschenlampen sind da? Ich glaube, bei mir sind stark. Also muss man sich die irgendwie freischalten, starke Taschenlampen? Eine UV und eine normale. Ach, echt? Nur? Okay. Bei mir jetzt zumindest. Ja. Eine könnt ihr oben auch. Ich meine, ich kann die ja scheinbar auch kaufen, aber dann heißt hier Anzahl 0 von 1 und dann halt 0 von 2. Heißt das, ich habe welche? Hinzufügen. Mach mal hinzufügen. Fest. Das sieht auch, jetzt habe ich entfernen gedrückt. Wie dumm. Okay, hinzufügen. Ach, voll. Bäm, an die Decke leuchten. Sorry, hier. Also ich hier weiß draußen. Es. Wer hat denn von euch die UV-Lampe? Ich habe jetzt eine gekauft. Aber es kann nicht sein, ich habe immer noch 30 Schauen Dollar. Schauen wir nachher. Irgendwas nicht in Ordnung. Ja, deswegen, also gehen wir mal rein und gucken, ob das, genau, okay, Benutzer definiert wollen wir nicht. Wir wollen ja Albtraum anwenden. So. Sonst gucke ich halt nochmal, dass ich notfalls eine hinzufüge. Aber wenn ich sterbe, muss ich da durchdrehen. So. Du wirst nicht sterben. Du hast es schon so oft gemacht. Du bist hier. Boah. Ohne dich ist die ganze Operation sinnlos hier. Level 406. Also, ja, das ist in echt. Der Runde stirbt man sehr oft. Tatsächlich. Oh, okay. Dann würde ich mal jetzt die Grafton Farmhouse auswählen. Okay. Mhm. Und ihr drückt einfach mal bereit. Yeah! Oh, ich bin so gepumpt, ey. Los jetzt. Das wird richtig nice. Ich freue mich. Ja, yeah. Ja. Ich meine, Simon ist ja echt so ein alter Horrorhase. Dich erschreckt dir wahrscheinlich gar nichts mehr. Nee, es funktioniert immer wieder. Das ist es. Ich bin gespannt. Es hört nicht auf. Let's go! Loading, loading. Oh Gott. Ab in den Van. Ja gut, da spawnen sie doch. Also was ihr auf jeden Fall nehmen müsst, sind die... Ah, wir haben echt nur zwei starke Taschenlampen. Das ist echt kacke. Aber die silbernen sind auch okay. Ja, ich nehme auch eine Kerze zur Not. Kreuz. Und dann jeder ein Feuerzeug, die sind hier. Blauen. Also hier. Ich sehe da Kerzen. Ach so, da hinten, ja, okay. Genau, die müsst ihr alle eins nehmen. Und einfach noch ein Fotoapparat. Aber passt auf, man hat nur vier Fotos. Also wir dürfen jetzt nicht einfach verschießen. Okay, ich heb mir das auf. Genau, was ihr machen könnt jetzt einfach schon mal ist, ihr macht eure Lampe an, die macht ihr auf Rechtsklick an. Und dann könnt ihr mit dem Mausrad einfach schon mal das Feuerzeug auswählen und nochmal Rechtsklick drücken, weil dann habt ihr die einfach schon an. Ah, und dann wieder abwählen, ne, oder? Genau, also du kannst einfach komplett anlassen. Ich hoffe, es regnet nicht zu sehr, sonst können wir nämlich die Aufgabe eh nicht machen. Und ganz kurz, sind die Videokameras hier gleichsetzend, gleichbedeutend mit der Fotokamera oder ist das was anderes? Das ist was anderes, aber mit der Videokamera sehen wir Orbs oder Dots und mit der Fotokamera machen wir nur Fotos, aber da es die Halloween-Challenge ist, müssen wir wirklich nur rein, kleine Kürbisse sammeln. Hier seht ihr zum Beispiel auf der Karte, wie viel es hier gibt. Es gibt 20 kleine Kürbisse und wenn wir die gefunden haben, kommt ein Geräusch. Mhm. Und wenn das Geräusch kommt, dann spawnen diese 20 Kürbisse, die müssen wir anzünden und dann ein Foto vom Geist machen. Das heißt echt nicht ohne. Das schaffen wir. Trennen wir uns oder laufen wir zusammen? Da es Albtraum ist, sollten wir uns trennen, weil wenn der Geist, also eigentlich ist es so, dass der Geist im zum Beispiel Profi-Modus nur einen tötet und aufhört zu hunten. Im Albtraum-Modus, wenn der mich killt, dann killt er euch auch, weil dann huntet er länger. Das heißt, er kann uns alle drei auf einmal weghauen. Ach du meine Güte. Okay. Ganz wichtig, sobald der Geist huntet, versucht euch zu verstecken, macht Licht alles aus und bewegt euch nicht mehr, weil er findet einen sonst sofort. Okay. Erst Süßigkeiten, dann Kürbisse, ja? Genau, es sind eh nur die Süßigkeiten jetzt da.
Okay. Und immer wieder rauskommen. Und genau, wir hören uns ja eh. Wir können schon zusammenbleiben. Und da vorne seht ihr zum Beispiel schon mal einen, da seht ihr, wie der aussieht. Ah ja. Den zum Beispiel hin. Und dann könnt ihr einfach E drücken. Okay. Glaube ich. Oder? Ah, okay. Ist es Rechtsklick? Nehmt den mal, einer von euch. E oder Rechtsklick ist es, glaube ich. Ist es eh. Okay. Ich habe mir jetzt schon weggesnackt. Genau, und ihr könnt auch erstmal sonst hier draußen gucken, ansonsten können wir auch rein. Ja, komm, wir gehen rein. Wir sind mutig. Seid ihr bereit, Kinder? Ja. Wir sind mutig. Wir machen erstmal unten, okay? Also wirklich in alle Schubladen schauen, alle Regale, die sind da überall versteckt. Sobald wir drin sind, Sanity geht halt runter, also wir haben ein bisschen Zeitdruck. Okay. Okay. Let's go. Oh Gott, ich schiss auch. Schon mal einer? Okay, aber wir sind getrennt, haben wir gesagt, ne? Du kannst auch gerne bei mir bleiben. Ja, das. Hallo? Das und nicht, also eigentlich soll Simon weg. Nein, du kannst auch bei mir bleiben. Ich hab Angst. Also ich gehe mal in den ersten Stock. Ah, ich habe einen Kürbis gefunden. Keine Lampe, nur Kerzen, nur Feuerzeug. Genau, die brauchen wir jetzt eh noch nicht. Also die Lampe hast du eh an. Wir brauchen nur das Feuerzeug danach. Und das Gute ist, die spawnen immer an der gleichen Stelle. Das heißt, auch wenn wir sterben. Können die Kürbisse immer wieder. Oh Gott. Ich gehe einfach immer an der Wand lang. Alter, das ist ja einfach so gruselig alles. Feuerzeug habe ich an. Oh Gott. Ja, ihr hattet vorhin alle die Lampe, da dachte ich mir, ja, die werden schon wissen, was sie machen. Ne, also ihr hattet die Kerze an vorhin, deswegen bin ich auch mit der Kerze rein. Also jetzt habe ich die Lampe an. So. Ich habe beides an. Aber gleichzeitig? Geht das? Natürlich, das ist Doppellicht. Oh Gott, das war eine Büste. Oh, hier steht einfach so ein Torso von so einer Frau rum. Ja. Okay. Ach, kein Kinkshaming. Ja, klar. Türen aufmachen ist auch E oder F oder was ist das? Das ist einfach auf Rechtsklick und dann auf. Also bei mir ist es Linksklick. Ihr müsst beide probieren. Ja, genau, sorry. Ah, ja, okay. Linksklick, ja. Okay. Oh mein also Gott. Also oben ist nicht mehr so viel. Du bist oben? Ja. Sicher? Hast auch in alle Ritzen geschaut? That's what she said. Ja, doch, jetzt sind noch ein paar Räume, aber ich habe schon einige gesammelt. Fünf, sechs. Auch. Das Gute ist, die holen die pumpen auch unsere Sanity hoch, ne? Das heißt, wenn wir die essen, dann kommt der auch nicht so schnell. Ja, das heißt, Süßigkeiten. Natürlich. Süßigkeiten machen die Sanity gut. Hier ist eine Tür. Da hätte ich noch was. So groß ist es hier gar nicht. Aber man sieht wirklich gar nichts. Nee. Habt ihr. Sind die silbernen? Sind die starken Lampen schon? Das ist ja krass. Ich finde, die bringen voll wenig. Was ist mit Licht? Geht nicht, ne? Deswegen. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ihr schon überall wart. Deswegen, oben wart ihr schon, ne? Im ersten Stock war ich. Dann machen wir jetzt gleich Schichtwechsel. Schon. Wir gucken jetzt, wer Sanities essen muss und dann machen wir einen Schichtwechsel. Okay. So. Ah, deine harte, kraftvolle Stimme beruhigt mich schon. Meine? Ja, immer wenn du in der Nähe bist. Öfter. Immer wenn du in der Nähe bist, dann ist sie so kraftvoll und nah. Oh. Dann denke ich immer noch so, okay. Komm, meine starken Arme. Ja, ich habe dein Muskelfoto gesehen. Du hast ja wirklich starke Arme. Ja, nicht schlecht. Respekt. Ja. Hast du schon einen Namen dafür? Ich fand eigentlich Otto ganz nett. Otto? Warum nicht? Ihr könnt hier meine Pille nehmen. Schmeißt gerne schon mal auf G kurz die Fotokamera weg. Ja, aber ich dachte, die brauchen wir gleich. Ja, nur kurz, damit ihr die Pille nehmen könnt. Aha. Und dann nehmt ihr die auf Rechtsklick. Achso. Also ihr nehmt kurz Rechtsklick, genau, und dann kannst du wieder deine Kamera nehmen. Oh Gott, ich hab sie da aus dem geballert. Da wird sie auch nicht besser von. Und dann gucken wir mal. Also wir haben. Oh, es fehlen noch zwei. Lass erstmal hier raus. Voll gut. Lass mal hier draußen gucken. Es kann auch sein, dass die letzten zwei hier draußen sind. Sind die automatisch jetzt von allen quasi da ins Regal gepackt worden? Genau. Ah, okay. Oh Gott, sie läuft weg. Ich könnte gerne einfach ums. Die Stimme. Ihr könnt gerne rauslaufen, das passiert nicht. Das traut mir, das kennt Blenden. Aber wir können mal gucken, ob wir da was finden. Aber gut, dann gehe ich auch mal drum rum. Ja,
Nur mal gucken, ob ihr irgendwas findet. Sonst haben wir leider Pech und es sind noch die letzten zwei drin und die findet man dann am schwierigsten. Das wäre bad. Ach, hier ist auch keiner, ne? Nee. Also hier sind Kürbisse, aber sehr groß. Ja. Okay. Lass uns doch mal zurückgehen und dann müssen wir... Ich gucke jetzt oben, ihr guckt jetzt nochmal unten genau, okay? Okay. Also ich war oben, wie gesagt, schon in vielen Räumen, aber da ist sicher noch irgendwo eine Tür, die noch nicht offen ist. Ja, das ist dann wahrscheinlich die richtige. Ich klopfe nochmal. So. Okay. Können wir das schaffen? Ja! Yes, easy! Ist ja noch gar nichts passiert. Da ist bestimmt gar kein Geist. Okay, let's go. Vor allem, wir wissen auch noch nicht, in welchem Raum der ist, ne? Aber die Gurken sehen gut aus irgendwie. Saure Gurkis. Ja, warum nicht? Ab und zu mal. Ja, ich ziehe mir die Öffnung rein. Ja. Bist du... ich krieg das Feedback, ich höre dich doppelt. Bist du im Discord und im Spiel? Du musst, glaube ich, im Spiel musst du die anderen muten, Nils. Ja, das genau. Haben wir dir vergessen zu sagen. Wie geht das? Über Du gehst einfach auf Journal, auf J, glaube ich. Oder? Ah, nee, doch, J auf Pausenmenü. Und da kannst du uns auf J und dann auf Pausenmenü, letzter Reiter. Ah, ich hab schon, danke, ja. Und da kannst du uns ausstellen. Ah, perfekt, danke. Leicht versteckt. Okay. So. Ich weiß halt nicht, wie es mit unserer Sanity aussieht. Ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt gleich kommt. Es gibt auch einen Geist, wenn du den hast, bist du am Arsch, weil der geht immer dahin, wo Leben ist. Du, ich bin eh im Arsch, wenn ein Geist kommt. Sorte Geist ist mir dann auch... Ich fall eh tot um. Ich aktiviere mal Backseat Gaming, also auch der Chat guckt mit, ja? Ey Nils, ich habe hier nur nichts gefunden unten. Du, bist du gerade oben auch? Nee, ich bin unten in der Küche, glaube ich. Ja, ich bin im Schlafzimmer, also es ist schon hier alles gut weggeräubert. Ja, ich finde gerade auch nichts. Ah, da ist noch eine Tür. Hoffentlich sind da die letzten zwei drin. Einer ist drin. Yes, einen haben wir. Ja, okay, komm. So. Oh ja, wir haben sie. Okay, geh schon mal raus. Oh. Ah, shit! Jemand hat mich angelacht. Ist das okay? Oh. Mach zurück. So, geht schon mal raus. Ja, ich bin im Van. Sehr gut. Habt ihr das gehört? Ja, das waren die Kürbisse, die gespawnt sind. Ich mach die kurz an und die kommen raus. Weil wir essen jetzt noch mal eine Runde Sanity. Ja. Da ist nur eine Pille noch. Ja. Alter, wo ist denn der Ausgang? Jedes Mal suche ich den Ausgang. Ja, hier hinter dir, Simon. Ich hab einen. Ja, geht auch. Okay. Eieieiei. So, jetzt nämlich müssen wir die Kürbisse anzünden. Ich habe jetzt schon drei angezündet. Okay. Es fehlen jetzt aber noch 9 Stück. Das ist okay. Wenn ich wüsste, wo der Geist ist, könnten wir da halt wenigstens Kruzifixe auslegen, weil das kann ihm an Jagen hindern. Ich weiß aber nicht. Ich würde sagen, wer war denn jetzt am längsten drin von uns? Ich würde sagen, ich habe ja mit den Kürbis schon genommen. Also einer von euch beiden nimmt doch die letzte Sanity. Kann man das nicht irgendwo sehen? Gibt's den Wert? Das ist leider im Albtraum kaputt. Ah. Die wird normalerweise angezeigt wie... Ja, okay. Ja. Aber ich sehe was, ne? Ich sehe trotzdem Zahlen. Das ist kaputt alles. Das Lustige ist dadurch, dass ich offensichtlich der mit dem größten Nervenflattern bin, geht ihr davon aus, dass meine Spielfigur auch das größte Nervenflattern hat. Ja. Nils, nimm die Pille. Hast du die Pille danach genommen? Ja, und davor doppelt hält besser. Auch. Okay, so, jetzt müssen wir quasi die Kürbisse anmachen. Ich glaube, die macht ihr auf F an oder auf Rechtsklick. Probiert's einfach. Vielleicht sind hier draußen auch welche. Wir laufen mal kurz nochmal draußen hier entlang. Die kann uns ja nichts, ne? Genau, ja. Genau, das heißt, sie können auch hier irgendwo stehen. Ne, hier kann doch nichts. Zum Glück nicht. Aber Ghostwatchers, willst du echt Ghostwatchers spielen? Es ist nochmal 10 Millionen Mal schlimmer. Also das ist wirklich brutal. Gnu. Ja? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, aber... Das wird besser werden. Okay. Ich hätte ab. Ich lasse mich immer so lange verprügeln, bis ich nichts mehr spüre. Okay. Da sagt gerade jemand einen ganz guten Tipp, man soll mit Kerzen reingehen, weil das hält ja unsere Sanity auch. Guck mal, hier könnt ihr zum Beispiel F drücken. Probiert mal, ob der angeht. Ich weiß nicht, ob der nur Deko ist. Der stand vorhin schon da. Das ist nur Deko, denke ich. Ah, okay. Ja. Der stand vorhin schon da. Ich glaube, das ist gar... Können wir mit Kerzen auch die Dinge anzünden? Das wäre nämlich mega cool, dann würde ich uns allen eine Kerze in die Hand drücken. Aber die kann halt auch der Geist auspusten, ne? Der kann die Kerze auspusten? Ja. Oh, ist das spooky. Dann muss der direkt vor dem Gesicht sein. Ja, voll eklig. Okay, draußen ist leider keiner. Ja? Gnu, wie ist es denn, wenn man alleine spielt? Wird es dann besser oder schlechter? Weil eigentlich ist zusammen ja cool, aber man hat mehr Angst, wenn man alleine ist. Es ist schrecklich allein. Ich habe es einmal gemacht und nie wieder. Das ist wirklich kacke. Okay, Kadetten, dann würde ich sagen... Okay.
Ihr könnt, also einer von euch kann nochmal die Treppen hochgehen und dann nach rechts. Okay, das mache ich. Wer macht das? Okay, und ich und Nils schauen unten. Gut. Oder willst du auch hoch, Nils? Ja, alles gut. Ich meine, gut, wenn du... Guck mal, hier ist eine. Die macht ihr dann auf F, macht ihr an. Ah, okay, so läuft das. Wenn du zu viel Angst hast, sag Bescheid, Simon, dann helfe ich dir. No. Ey, die glühen ja, man sieht die ja alle. Genau. Die sind ja eigentlich schon an, ne? Ja. Okay, es ist ja immens dunkel. Aber, also irgendwie... Moment, hast du die oben schon angemacht? Ja, ja, ein paar habe ich schon angemacht. Ach so, deswegen glühen die schon, ich verstehe. F. Okay, im Waschsalon ist nix. Die sind echt gut, Leute, die sind echt gut. Wenn ich irgendwann kreischen sollte oder so, bitte nicht übel nehmen, ja? Nein, nein, ich schreie auch nur richtig laut. Ich will das haben. Ich habe mich jetzt noch nie wirklich richtig erschreckt, diesen ganzen Schocktober. Also man hat zwar Angst und so, kurzzeitig, aber... Ja, aber Simon, ich nehme dir auch nicht mehr ab, dass du noch Gefühle hast. Du spielst inflationell so viele Horrortitel. Irgendwann kannst du doch nichts mehr spüren. Simon, das ändern wir heute mit Ghostwatchers. Ja, gerne. Also bei Geistern fällt es mir echt schwer. Ich habe eher, wenn ich verfolgt werde. Also Nemesis habe ich mit einem Pulsmesser habe ich das gespielt. Da merkt man Gott, schon den Unterschied. So Games, wo dir irgendwas am Arsch hängt, hast du halt. Das funktioniert noch. Das wird auch immer noch funktionieren in 100 Jahren. Aber so Geister... Ah, shit! Wir haben es geschafft. Lass mal schnell rausgehen. Okay. Zum Glück habe ich den Ausgang gerade gefunden. Ich habe einfach nichts dazu beigetragen. Der Ausgang ist hier. Oh Gott, ich bin voll. Ich dachte, ich wäre gerade rausgelaufen. Warte mal. Oh, Simon, hast du Welcome to the Game gespielt? Nee, schnell. Das klingt auch gut. Ich finde das auch so. Kann man immer machen. Ihr seid die schlimmsten Freunde, die ich jemals hatte. Oh Gott. Hast du Welcome to the Game gespielt? Simon? Nils. Nein, ich nicht. Oh, ey, Gott, Simon spielt es. Wenn du dich nie erschreckst, ich hab so viel Horror gespielt. Ich liebe Silent Hill und alles, aber das ist wirklich das ätzendste Spiel der Welt. Spiel das wirklich. Das ist ein Auftrag. Also ich wollte nicht sagen, dass ich mich nie erschrecke, ne? Das möchte ich auch nur nochmal sagen. Aber es wird schon schwerer. Okay, das glaube ich dir. So, Leute, also wir haben es jetzt echt weit gebracht, ja. Hätte ich nicht gedacht. Geil. Das heißt, wir müssen jetzt ein Foto machen. Bedeutet, eigentlich müssten wir rausfinden, wo der Geist ist. Oder wir warten, bis er handelt und man muss dann ein Foto machen in dem Moment, wo er sichtbar ist. Das heißt, wir holen jetzt mal alle unsere Kameras raus. Und auf Rechtsklick macht ihr das Foto. Macht jetzt keins. Jetzt nicht testen, ja. Ja, heißt also eigentlich reingehen, sobald der Geist handelt. Umdrehen, Foto machen und auch keine Angst haben. Ich glaube, in der Runde müssen wir wirklich nur das Foto machen, haben es geschafft. Egal, ob wir sterben. Immer umdrehen? Oder wie kommt, also ist der immer hinter einem oder wie, was meinst du? Genau, der rennt dir halt hinterher. Also falls du wegrennst, dreh dich trotzdem um, mach ein Foto. Wir müssen ihn aber dann finden oder dann treffen, wenn er sichtbar ist, weil der blinkt immer. Der ist immer mal sichtbar, mal nicht, meine ich. Aber wir schaffen das. Ich würde sonst sagen, wir gehen jetzt rein, gucken, ob wir vielleicht den Raum ermitteln, wenn wir Glück haben. Ich nehme auch mal kurz ein EMF, vielleicht finden wir ihn dann. Und dann, let's go. Fertig, ich bin soweit. Ja, ja. Okay. Und denkt dran, wenn er handelt und ihr merkt, ihr könntet entkommen, alles ausmachen, irgendwo verstecken. Also nicht irgendwo stehen bleiben, sondern wirklich irgendwo verstecken. Ich kann euch sonst auch mal ein optionales Versteck zeigen, aber ich glaube, es gibt hier eh nur eins. Let's go. Okay, gib uns ein Zeichen. Du Schwein. Gib uns ein Zeichen, du darfst nicht... Oh, das Zeichen. Das warst du, oder? Nee. Nee. Echt nicht? Siehst du, hörst du? Das war jetzt gerade echt nicht? Nee. Oh, okay, fuck. Geil. Warst du das? Du warst das, Gnu. Nein, das erste war ich nicht, aber die letzten zwei waren. Okay, da ist er tatsächlich hier. War das wirklich keiner von euch? Nein. Nee, ich hab solche Buttons nicht wie du. Kommt mal hier hoch. Niemand hat das. Dann haben wir voll den geilen... warte mal, ich guck mal, kommt man sich doch irgendwo verstecken. War das nicht hier? Nee. Wir sind überall am Arsch hier. Okay, aber er ist hier. Das heißt, wir können hier echt gut ein Foto machen. Mhm. Aber ich gucke gerade, ob wir irgendein Versteck haben. Eigentlich nicht mehr, ne? Theoretisch hier, wenn wir Glück haben, aber ich glaube... Hier hinter dem... Ja. Hinter der Wand? Aber da geht's auch nicht rein. Also theoretisch hinter der Wand. Wir sollten uns das aber trotzdem aufteilen. Das heißt, wir machen jetzt schon aus, wer wohin rennt. Nils, du hinter die Wand?
Ja? Simon, du in den Raum und ich verpiesel mich in den Bettraum. Hier, okay? Mach die Türen hinter euch zu und wir gucken jetzt hier, provozieren den und wenn er hochläuft, machen wir Fotos, wir spammen. Okay. Okay, also es fängt dann an zu pochen, euer Herz schlägt, die Flashlights flackern, es wird richtig ätzend, aber das wird schon. Okay, dann ja, dann provozieren wir ihn halt. Okay, der heißt, du kannst auf Items und Home gucken, wie der heißt, oder auf Überblick. Der heißt Georgia Johnson. Georgia, genau. Ist eine Frau, oder? Georgia. Georgia Johnson, ja, okay. Georgia. Georgia Johnson. Du Loser, du warst nicht im Cheerleader-Team. Alle haben dich ausgelacht. So was? Ganz gar nichts. Oh, sie hat reagiert. Die hat gepupst. Georgia Johnson. Georgia Johnson, gib uns ein Zeichen. Oder sag einfach die ganze ihren Namen. Georgia Johnson, Georgia Johnson, la 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 la. Georgia Johnson, la 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 la. Georgia Johnson, la 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 la. Ich verliere tatsächlich ein bisschen die Angst. Das ist doch schön. Da hat jemand ein Foto geknipst. Ich habe aus Versehen ein Foto von der Tür geknipst. Das ist schlimm, wir haben ja noch ein bisschen. Also die Leute sagen, ein Geist, wenn solch ein Hauchen kann überall im Haus stattfinden. Okay, das heißt, wir wissen nicht, wo der Geist ist. Der kann auch hier direkt im Raum sein. Okay. Georgia Johnson, gib uns ein Zeichen. Georgia Johnson, Georgia Johnson, Georgia Johnson. Georgia Johnson. Das ist wie mit Georgia Johnson. Fischers Fritze fischt frische Fische. Georgia genau. Johnson, Johnson. Gott, ich oder Georgia Johnson. Aber man kann echt coole Sachen in Fasmus machen, gell? Man kann jetzt auch einen benutzerdefinierten Modus machen. Da kannst du eine Outlast-Challenge im Prinzip machen, weil du kannst den Geist auf 120 Speed hochmachen, dich auch. Und dann rennt man die ganze Zeit vor dem weg und hat dann nur diese Kameras in der Hand. Das ist richtig, richtig nice. Wo seid ihr eigentlich? Jetzt, ich bin ganz da, wo wir noch sind. Achso, du bist mutig. Okay, Simon, dann ruf ihn mal. Georgia Johnson! Meine Kombination leider funktioniert nicht. Ich hab euch aus dem Blick verloren. Ich kann den nicht rufen. Ich bin noch oben, Leute. Denkt an eure Hiding Spots. Georgia Johnson. Ist so dunkel, man erkennt einfach nichts mehr. Georgia Johnson. Georgia Johnson. Hier ist der Schrank. Bestimmt ein Shade, ne? Ja, das glaube ich auch. Also ich bin hier unten in den einzelnen Räumen. Da ist auch nichts. Gehört zumindest nichts. Ist auch echt unfassbar still. Ja, ja. Georgia Johnson, gib uns ein Zeichen. Oh, das ist ein Shade. Georgia Johnson, Georgia Johnson. Oh, fuck my life. Sie huntet. Was? Wirklich? Macht euch bereit für Fotos, ja. Nein! Mach ein Foto! Nein, ich hab's weggeworfen! Ich hab das der Schuss weggeworfen! Lauf! Warum hab ich's denn weggeworfen? Ich hab Rechtsklick gedrückt. Warum? Ich höre irgendwas grunzt. Wir müssen jetzt ein Foto machen. Reißt euch zusammen, Kartetten. Hier unten, sie ist unten bei mir. Okay, ich komme. Georgia Johnson, zu dir. Nein, komm nicht. Ich komm nicht. Denk an deinen Hiding Spot. Ah, da kommt sie, oder? Oh ja, ich habe ein Foto, oder? Hat es nicht geklappt? Scheiße, es hat nicht funktioniert. Jetzt schon, Robert! Nein, es hat nicht funktioniert! Mach ein Foto! Ich hab was gefotografiert. Sie hat mich in ihren grausamen Clown! Oh, scheiße, wir haben kein Foto geschafft. Oh, ich hatte aber, ganz ehrlich, ich habe eine Sekunde, bevor sie nach mir grapscht, habe ich fotografiert. Ach Mensch. Ich habe auch versucht zu fotografieren. Es war ganz knapp. Ich hätte sie fast gehabt. Ey, was ist passiert? Ich habe rechts geklickt mit der Kamera und dann ist die Kamera weggeflogen. Hat sie mich vorher erwischt oder woran lag das? Das kann sein, ja. Wahrscheinlich, weil dann schmeißt du die weg. Kann man die Fotos sehen, die man gemacht hat? Ja, hinten auf der Wand, aber du solltest nicht stolz drauf sein. Hast du sie schon gesehen? Ja. Oh nein, ich will sie sehen. Ja, guckt sie euch ruhig an. Warte, wo sind sie? Auf welcher Wand? So, gucken wir mal. Hinten auf der Wand bei... Hier? Ich guck gleich mal. Ich guck nur gerade wegen, was wir... Diese hier. Ja, starke kein Taschenlampen. Ach, ja. Fotoapparat. Aber du siehst, weißt du was? Du siehst doch auf jeden Fall bei den Fotos dieses Kriseln. Ja. Ne? Das heißt, da ist sie ja in unmittelbarer Nähe. Genau. Das heißt. Ja, schade, wir haben einfach. Also, du musst auf sie zielen, sonst zählt das Foto nicht. Ja, also, ja. Ja. Aber das war echt Pech. Sie war wahrscheinlich hinter mir, ne?
Ich glaube, die ist halt immer so ein bisschen im Blinken, dann wieder durchsichtig. Das ist gar nicht so leicht, die im Hand zu kriegen. Das ist das Blöde. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch Sanity-Pillen. Kann es mal einer von euch kaufen? Klar. Weil ich habe nicht mehr viel Cash, oder? Nee, nicht mehr genug. Genau, das heißt, ihr geht in den Shop und geht also quasi in dieses Einkaufsmenü und geht auf Shop. Mhm. Und da gibt es auch hier, dieses... Ne? Genau, da gibt es die Sanity-Pillen, da drückt ihr dann drauf und drückt auf Kaufen. Viermal. Oder noch dreimal. Ich habe leider überhaupt nichts mehr. Ich könnte was verkaufen. Ich habe 0 Euro. Dollar. Ja, ich auch. Dann könnte ich jetzt noch... Was kein haben Geld wir bekommen hierfür. Ich glaube aber, ich mach mal... Ich meine, wir haben doch immer... Wir haben ein paar Kürbisse gefunden. Ja, wir haben fast alles geschafft. Ich hätte, finde ich, uns ein bisschen Geld gegeben. Also, ich habe jetzt Sanity-Pillen, Taschenlampen, Feuerzeug. Wir haben eigentlich alles. Das passt schon. Dann drücken wir nochmal alle bereit. Da ist irgendein Riesenschädel vor meinem Bild. Okay, dann lasst uns nochmal reingehen. Wir waren gut, wir waren echt gut. Das haben wir gut gemacht. Bis dahin waren wir auch gut, genau. Und diesmal sind wir schneller. Das Tolle ist, die ganzen Süßigkeiten sind immer am gleichen Platz. Wir sollten vielleicht am Anfang echt nur einer reingehen. Am besten die Leute, die nichts für den Itemstock getan haben. Okay, ich mach das. Gut. Nur, dass wir wenigstens ermitteln nachher, wo er ist. Und wenn ihr irgendwie nachher jetzt reingeht und es kann auch ein aggressiver Geist jetzt sein, der zeigt sich, macht ein Foto, rennt nicht weg. Die Handen nicht so schnell. Es kann sein, dass er sich auch einfach zeigt, wir haben das Foto schon. Ich glaube, es muss ja nicht nach der Reihenfolge sein, Leute, oder? Hat denn jemand... Also, ja, du hast eine Kamera, Gnu, weil ich habe keine mehr. Ich habe eine. Okay, gut. Ich habe leider nicht mehr so viel Geld gehabt. Nein, ist ja... Es tut mir leid, ich müsste nächstes Mal auch ein bisschen vorbereiten. Aber und einfach was runter. Wir können eigentlich gleich zurückgehen, weil ihr merkt, wenn ihr eure Lampe, also euer Feuerzeug anmacht und rausgeht, geht die aus. Ja. Das heißt, bei starkem Regen kann man die Challenge nicht machen. Ah, es ist leider ein bisschen blöd gemacht, aber ihr könnt jetzt einfach mal unter Beweise einfach Gespenst oder was auch immer auswählen, was ihr glaubt, dass es gewesen ist. Da geht ihr auf J und geht auf Geist, auf Beweise. Und da könnt ihr einfach irgendeinen Geist nehmen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es waren die Zwillinge. Gespenst jetzt einfach genommen. Und ich habe gerade gehört, wir können das Bild doch erst machen, wenn wir alles andere erledigt haben. Okay. Spirit war standardmäßig eingekreist, aber das war wahrscheinlich... Genau, das war standardmäßig eingekreist. Ja. Das ist ja. Okay, okay. Okay, kein Problem. Ich füge kurz nochmal alles hinzu. Und dann gehen wir gleich nochmal direkt rein. Ich wähle auch nochmal gleich die Map aus. Nächste. Und dann ist alles drin. Jupp, bereit. Bereit. Let's go, Leute. Ich habe auch gar keine Angst mehr. Sehr schön. Habe ich schon bereit gemacht, ja? Muss Moment. Noch. Nee, ich muss noch. Ja, ich finde den Bildschirm gerade nicht. Nächste. Du kannst einfach Leertaste drücken, dann bist du direkt dort. Egal, wo du im Raum stehst, Leertaste, dann bist du direkt dort im Screen. Ist ganz nass. Gibt es sowas eigentlich in Virtual Reality mittlerweile schon, so Horrorspiele, wo man auch so eine Tasche... Ach, ich habe richtig geraten übrigens. Was war's? Was hast du geraten? Was war's? Ich habe ein Phantom gewählt. Ach du Scheiße, und jetzt hast du bestimmt richtig Geld bekommen, ne? Hab ich jetzt Geld bekommen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bestimmt, das ist gut. Nice. Ich gratuliere. Okay, danke. Dann, jetzt, ist es schon wieder starker Reden? Nee. Geht. Okay. Dann schnell reinrushen, alles einsammeln. Die liegen Phantom? Überall. Hey, Phantom lässt sich nicht fotografieren, sagt mein Chat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Wenn er Events macht, schon. Also nicht, wenn er jagt. Da hat er eine Autogrammstunde dann, oder was? Genau. Na gut, da muss er halt. Da musst du halt dann ein Ticket kaufen. Das sind die Regeln. Genau. Oh, sorry, nur beim Event. Oh ja, ich habe ihn sofort schon eingefunden. Sehr nice. Also sie stehen auch wieder genau da, wo sie auch vorhin waren. Das ist nämlich sehr nice. Ah, okay. Ist sie hier zu? Die Tür geht nicht auf. Kann das sein? Oder bin ich zu dumm? Nee, da war ja auch ein... Kann das sein, dass einige Türen nicht aufgehen? Einige sind schon offen. Deswegen geht gerne nochmal zusätzlich in alles so rein, was ihr finden könnt. Schön alles aufmampfen. Oh, hier bin ich wieder in diesem... Oh Gott. Knusper, knusper.
Da ist auch noch einer. Gibt's denn eigentlich eine neue Map? So eine Halloween-Map oder so? Es gibt eine neue Map, ja. So eine Irrenanstalt. Wenn du willst, können wir die nachher auch mal anschauen. The Rocket Beans, meinst du? Einfach. Ja, und ein aber bisschen Gnu ist auch noch Rocket dabei. Beans, ne? Ja, genau. Ah, da ist noch einer. Sehr schön. Mampft die rein, so schnell es geht, weil die werden eure Sanity auch erhöhen. Das ist gut. Das ist eigentlich wie, als wenn man eine Sanity-Pille nimmt. Ich weiß nicht, wie viel Sanity die geben. Aber es schmeckt halt einfach, ne? Ah. Ei, ei, ei. Wann so. Ist denn eigentlich jetzt offiziell Halloween? Ist das wirklich erst morgen? Morgen, also ja. Einfach nur morgen und dann... Genau, okay. Dann abends feierst du rein und dann sind alle glücklich. Du machst auch wieder Horror, ne? An ja. Halloween. Ja. Also falls du, wie gesagt, auf Outlast Bock habt oder ihr beide, sagt Bescheid. Oh, ja, irgendwas hat gekrisselt. Oh, echt? Oder? Wie? Hast du irgendwas gehört? Nee, gehört habe ich nichts, aber das sah aus, als wenn an der Decke. Ich gehe einfach mal wieder rein. Todesmutig. Ich bin unten. Oh, ich bin unten. Aber vielleicht war das auch irgendwie ein Bildfehler oder so. Das sah aus, als wenn da was. Ich gehe einfach weiter und ignoriere das. Okay. Ignoriere das einfach. Info, ich bin oben und mache hier, arbeite gerade alle. Ach, du bist auch schon da. Ja. Da hinten war ich schon. Ich habe da schon alles weggelootet, da hinten gerade noch. Da waren noch so ein paar Sachen. Oh Gott, ey. Ja, da war ich noch nicht. Okay. Ich wollte dir auch nichts unterstellen, Simon. Hast du das vergessen? Das habe ich gehört, ne? Das war dann direkt. So richtig unterschwellig. Ich habe da schon gelootet. Du hast mir gedacht, du weißt es schon. Okay. Dann lass mal kurz rausgehen. Ja. Gucken, wie viel noch fehlen. Einmal ums Haus gehen. Da ist auch noch einer hier. Oh ja, sehr gut. Und ich glaube, hinten ist auch noch einer. Deswegen, ich gehe mal kurz ums Haus. Ich guck mal, wir haben 18 von 20 Süßigkeiten haben wir. Okay, wie letztes Mal, ne? Oh Mann, okay, das heißt, oh Mann, ey, zwei fehlen. Wo können die und sein? Das Gute ist, wir haben Tarotkarten auf dem Esstisch, wurde mir gerade gesagt. Das bedeutet, falls einer von uns stirbt, könnte man, wenn man Glück hat mit den Tarotkarten, die Leute wiederholen. Oh, zu wissen, ja. Hier liegt noch einer. Okay, dann waren es 19. Okay. So, das heißt, es ist nicht gut, weil es ist jetzt irgendwo einer noch drin. Oh, das ist Worst Case. Das hasse ich immer. Oh. Das hast du verständlicherweise. Weil der kann ja überall sein jetzt. Ja. Irgendwo ja, haben dann wir halt einen lieber schnell. Einmal nochmal schnell durch alles durch. Okay, sonst nehmen wir nochmal eines. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die Sanities nehmen sollen. Weil die großen findet man halt leichter. Okay. Ich geh nochmal hoch. Dann gehen wir nochmal rein. Ich geh nochmal mit Simon hoch. Okay, ich gehe nochmal hier unten lang. Unterstütze ich Simon, ich laufe einfach hinter dir her. Auch Backseat Gaming aktiviert, wenn ihr was seht, schreit. Unbedingt. Tarotkarten haben sie ja schon erspäht. Nö, Nils. Auch immer gern irgendwo hinter die Ecken gucken, die Regale, die sind auch manchmal unten drin. Irgendwo am Boden. Simon! Ah, ich hab ihn! Vorsicht, Geräusch! Okay, und jetzt schnell alle Kürbisse anleuchten, anzünden, die ihr findet. Okay. Oh, also Herr Sanity, ich hol mir schnell mal eine. Ja, lass uns mal zusammen rausgehen, alle. Genau. Oh, echt? Ich hab einen hier schon gefunden. Ist okay, ich hab auch einen angemacht. Okay. Nur falls ihr jetzt auf dem Weg welche findet, macht die gern schon an. Ihr wollt einmal raus? Okay. Ja, lass mal rausgehen, ich komm auch. Das wird mir zu heikel. Ich habe meine Pillen schon genommen, ich warte auf euch. Okay, ich mach den noch schnell an. Bam. Okay, schnell raus, Nils, komm. Eieieiei. So. Oh, immer diese Erleichterung, wenn man aus dem Haus rauskommt. Ja, es ist wirklich richtig. Ja, endlich. Okay, dann nehmt mal jeder eine Sanity noch. Nils, du auch noch? Klar, ich meine nicht, dass ich es brauche, aber ich kann das gar keine nehmen. Geil, dann lassen wir die da liegen, weil ich habe so viel Süßigkeiten gefressen, dass ich okay. keine brauche. Okay. Ansonsten könnt ihr auch zwei nehmen. Probiert's mal, ob's geht. Willst du nehmen, Simon, oder? Nö, ich bin voll. Mir geht's probier gut. Probier du noch mal, Nils, ob du noch eine nehmen kannst. Wenn nicht, schmeiß sie einfach noch mal hin. Okay, perfekt. Du warst echt am Arsch. Shit, dabei habe ich doch so viel gegessen auch. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich dann doch schneller runtergeht, als man denkt. Okay, dann gehen wir mal wieder rein und machen alles, was große Kürbisse anbetrifft, alles an. Okay. Ich komm. Kurz. Ja, genau, da können wir gleich mal anmachen. Wunderbar. Und das ist schon so, je mehr ich
entnervt bin, desto eher findet mich der Geist. Zum ja, dann umso eher huntet er und geht jagen. Dann bist du leckerer, Nils. Dann riechst du richtig geil. Dann schmeckst du richtig lecker. Gut abgegeistert. Ja. Das heißt, man er muss riecht deinen cool Schweiß. Bleiben, ja. Genau. Das ist ein bisschen wie bei S, ne? Das ist ja eigentlich auch so. Der ernährt sich von der Angst. Da sind die leckerer, genau. Ja, oder wie bei so einer läufigen Hündin, da weißt du dann auch, da geht's los. Habe ich nicht so viel Erfahrung mit tatsächlich. Aber kennt ich schon. Ihr, kennt ihr Paranormal Activity? Ja, ne? Ja. Das ja. ist für mich der gruseligste Horrorfilm. Ich finde eigentlich auch voll, aber auch Blair Witch. Weil in Blair Witch im Film damals, du erfährst ja gar nicht, was sie gehuntet hat. Ich finde es oft cooler, wenn du gar nicht weißt, was ist eigentlich das Gruselige. Hm. Wo ist das Monster? Wie sieht es aus? Das Mysterium, ja. Ich fand Blair Witch auch schlimm, aber ich war auch im Kino und damals wusste man ja nicht wirklich viel Infos darüber. Gab es kaum. Man wusste so ein bisschen aus dem Internet, dass es wohl irgendwie sowas echt mal gab. Und hat den Scheiß natürlich sofort geglaubt. Diese Kampagne war schon ganz krass, geil. Ja. Das stimmt. Das waren also mit die ersten, oder Blair Witch war der erste Found-Footage-Film. Und ich glaube, die haben damals sogar das Take verkackt, als sie die Hexe filmen wollten. Und deswegen wurde die nicht gezeigt. Ey, das ist so gut gewesen, weil das, finde ich, nimmt halt immer den ganzen Horror weg, absolut. Aber was ich bei Dingsbums, was habe ich gerade gesagt? Paranormal Activity, so krass fand ist, dass das halt so anfängt in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Familienkonstellation oder Beziehungskonstellation. Und so hat man das Gefühl, das kann jedem passieren. Also auch bei, kurz rausgehen? Oh, ist er da? Jo. Nein, alles gut. Hilfe! Was, ist er da? Nee, alles gut, sonst wäre die Tür zu. Okay, ich höre zu. Nee, genau, ich kompensiere auch Angst immer, indem ich rede. Das ist einfach vorausgeschickt. Aber noch einer, okay. Was daran so gruselig war, ist, finde ich, dass du kannst dich dem nicht entziehen. So. Ja, genau. Ne? Bei anderen Horrorfilmen hast du es, okay, die gehen in den Wald oder okay, die sind im Wasser oder whatever. Ja, hau halt ab. Und da ist kein Entkommen. Es ist halt auch bei dir daheim, das ist halt so. Genau, ähnlich. Ja. Ich finde auch immer, also oftmals fand ich Filme echt gut und dann haben sie das Monster gezeigt. Ich so, alles vorbei. Gerade zum Beispiel bei Lights Out. Da war es bei mir dann komplett vorbei, als ich das Monster dann gesehen habe. Wolltet ihr eigentlich rauskommen, weil ich stehe jetzt draußen? Wir stehen draußen, wir gingen um das Haus rum gerade. Ah, okay. Wie viele Kürbisse fehlen noch? Ich guck mal eben, warte. Guck mal. Ja, ganz komisch, ich habe auch keinen mehr gesehen jetzt. Wir hatten doch alle eigentlich. Einer. Oh nein. Naja, ist klar, ne? Irgendwo steht noch einer. Also draußen habt ihr alles abgesucht? Die Frage ist kurz an die Community, wenn wir jetzt, wir haben gar keine Kerzen dabei, ne Mist, das hätte ich gesagt, wir nehmen die Kerzen, weil die Kerzen machen die Sanity hoch. Draußen ist einer, nee, den kann man nicht anzünden. Okay, ich habe den schon. Den habe ich auch schon versucht, genau. Denn draußen kann man leider nicht anzünden, der sieht nur so aus. Dann haben wir auch zwei. Oder geht der wirklich vielleicht doch? Ich habe es eben versucht, aber mach ruhig nochmal. Weil draußen geht nicht, nee, das dachte ich mir auch. Ist auch keiner. Irgendwann stehen die auch auf dem Boden. Also da fällt eben. Was geht denn? Ich glaube erstmal nur dir hinterher. Ja, ist ja auch gut. Dann sind wir wenigstens sicher, dass hier nichts ist. Hier ist alles schon an. Nö. Hm. Und guckst uns noch mal oben oder hier hinten? Ja, dann gehe ich auch noch mal hoch. Wir wissen auch gar nicht, wo der Geist ist, ne? Der hat sich auch wieder gar nicht gezeigt. Ja, ist nicht, nicht so schön. Echt komisch. Sass. Ja, nur wenn sie dann kommen, sind wir immer sofort tot. Also ich bin ganz dankbar. Mhm. Oh Gott. Hm. Da ist einer an. Sass. Ich glaube, ich habe ihn gerade. Ich glaube, dass er hier oben aber, ist. Ja, aber was war. Ach, du warst das. Oh Gott. Hey, alles gut. Ja, da hat sich einfach nur die Lichtstimmung schlagartig verändert. ich habe ihn. Okay. Sehr gut. Ab jetzt gilt Foto. Wir gehen. Oh, er ist hier. Lauft. Es ist alles gut. Nur hier sind Gefriertemperaturen im Raum. Das heißt, er ist hier oben auf dem Dachboden. Deutet, guck mal, wenn man hier hingeht. Wenn man hier hingeht, dann findet er einen nicht. Das ist ein Hiding-Spot. Hier da ganz nach hinten quetschen.
Das heißt, einer von uns müsste mutig sein. Ich. Okay. Drin bleiben. Ah, okay. Ja, okay. Scheiße. Und das Foto Kamera. Machen. Achso, dann komm mal kurz Kamera. Raus. Ich hab eine. Ich hab eine Kamera. Gnu muss gerettet. Du hast die Items gekauft. Ja. Alles gut. Wer auch immer die jetzt, Kamera hat. Oh mein Gott. Warum hab ich die. Oh Gott, jetzt bin ich das Opfer. Okay. Also, das heißt, sobald der huntet, keine Angst, mach am besten schon mal auch dein Licht aus, stell dich direkt dahinter dieses braune Couchy, stell dich auf, sobald der huntet, Fotos, und dann jetzt machst du ein Foto und dann quetschst du dich direkt hinter die Couch und machst alles aus. Also auch deine Kamera wegscrollen. Ich höre ihn erst 100 pro hier. Tür ist zu. Alter, oh, das ist gruselig. Soll ich nicht fotografieren? Dachte mir, vielleicht kann man hier durchs Fenster ein Foto machen. Guys! Oh, da hinten ist er. Ich habe ein Foto gemacht, das hat dich gegeltet. Oh Mann, es giltet nicht. Scheiße. Okay, er kommt jetzt hoch. Ich bin ja oben. Ja? Der Geist kommt hoch. Das heißt, der Geist und ich sind zusammen hier oben. Ach, du lebst ja noch. Das überrascht dich? Ja, weil du da unten so rumwiggelst. Huntet der überhaupt noch? Ach, der huntet ja gar nicht mehr. Ja, aber wir haben doch alles. Aber wir haben es nicht geschafft, weil wenn man den Geist, das Foto schafft, dann kommt so ein Gelache. Also wer ganz mutig ist, kann in den Raum von dem Geist, ihr wisst ja, wo es ist, da oben beim... Und dann musst du einfach sagen, Geist, zeige dich. Ach, ich habe leider dieses Mikroproblem. Ich kann das nur für euch sagen, aber nicht. Geist, aber zeige dich. Licht anmachen, ne? Zeige dich, Geist. Du weißt ja, Geist. Wo das war. Hast du es? Oh, jetzt kommt er. Oh, Geist ist da. Ich habe kein... Achtung, ich habe ja kein Dings. Oh nein, was machst du denn? Machst du ein Foto. Mach ein Foto. Ich hab doch die ganze Zeit gedrückt. Das ist unfassbar. Ich sterbe. Oh mein Gott. Ey, ich hab doch wie ein Paparazzi hab ich auf den drauf gehalten. Seid ihr tot? Das ist richtig. Der kommt hier. Der kommt hoch. Der Nils hat drauf gehalten. Der ist hier unten. Deswegen, vielleicht könnt ihr noch überleben, wenn ihr einfach nur ruhig seid. Oh shit, Mann! Ich seh ihn! Ja, ich seh ihn auch. Ne, er läuft oben rum. Das ist okay. Jetzt kommt da runter. Oh Gott. Aber ich kann nichts, ich bin eh hinüber, ne? Ich kann leider durchs Fenster kein Foto machen, ne? Das wäre geil. Ja, wenn du jetzt die Tür aufmachst, kannst du ein Foto machen. Ja. Geht aber nicht, die geht ja nicht, weil die ist ja zu, wenn er huntet. Ach so, weil er, ich verstehe. Jetzt geht er die Treppe hoch. Aber es könnte... Okay, ich glaube, er huntet immer noch. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Treppe hoch, erste Tür links, jetzt geht er wieder raus. Sonst könnten wir es nämlich, jetzt ist die Tür wieder auf. Ihr könnt wieder raus. Kommt mal kurz raus, ich habe eine Taktik. Hatten wir nicht eine Tarotkarte? Genau. Aber nur eine. Nee, wir haben mehrere. Die hole ich okay, mal kurz. Okay, dann kommt einmal bitte alle. Runter. Ich weiß halt gar nicht genau, ob der Geist jetzt gewandert ist, weil der kommt ja die ganze Zeit von unten. Kommt ihr kurz raus? Ja, wir sind draußen. Wir sind draußen. Wer steht vor dir? Hä? Was? Ja, wir sind ja tot. Ja, wir sind Geister. Ach, ihr seid tot. Ja, was hast du denn gedacht? Oh nein, ich dachte, ihr lebt noch. Nein. Nee. Ach so, warte, ich probiere euch mal wieder zu beleben. Deswegen soll ich die Tarotkarten holen. Aber ich check's wirklich nicht. Ich stand vor dem Eingang in den zum Raum, in dem er war, und hab einfach gedacht, okay, sobald ich ihn fotografiere, haben wir ja gewonnen. Deswegen hab ich einfach nur fotografiert und dann war ich tot. Offensichtlich. Ja, ich glaube, die Fotos an sich sind schon gut geworden, aber ja. Aber reicht das nicht, wenn man ihn fotografiert hat und dann haben wir gewonnen? Ich probiere euch gerade wieder zu beleben. Ich sehe dich eigentlich die ganze Zeit nur vor der Haustür rumlaufen. Ja, ich mache gerade die Karten, deswegen wird wir Glück haben. The Wheel of Fortune? Nee. The Tower? The Devil? Kacke. Jetzt halt die Frage, ne? Soll ich es probieren? Und wenn ich sterbe, haben wir halt kein Geld mehr. Dann müssten wir halt gegebenenfalls jemand, der viel Kohle hat, aus der Community einladen, der uns das Sugar Daddy oder Mami macht. Oder ich fahre jetzt und wir probieren es nochmal. Du, meinetwegen können wir auch fahren. Also das, Wir können es mal nochmal machen. Also du bist ja offensichtlich, du willst unbedingt diese Errungenschaft haben. Dann sollen wir das doch auch machen. Du kannst jetzt auch riskieren und wir holen jemanden rein. Wie es euch lieber ist, ihr müsst sagen. Ja, riskier es doch.
Ja. Oder Nils, was meinst du? Also, ich bin ganz entspannt. Ich meine, ich bin tot. Das ist, fühlt sich ganz ja. entspannt an jetzt für den Moment. Okay, und wisst ihr, wo der Quest herkam? Habt ihr das irgendwie gesehen können? Von unten, ne? Er war er ging die Treppe hoch und runter und am Ende war er oben ganz viel links in dem ersten Hier Raum. Liegt auch unsere Leiche, guck mal. Genau, ich probiere mal, ob ich dann vielleicht doch wirklich hier aber, dann ja. eventuell mich verpieseln kann und dann Licht ausmache. Geschwiggert haben wir ihn auf jeden Fall hier rechts. Genau, und ich, genau Raum. Da. Ah ja, der kommt da, doch, ich höre den, der ist ja dann im Raum. Und ich stand hier, hab auf die Tür, glaube ich, genau, auf diese Tür habe ich fotografiert und da hat aber nicht, vielleicht muss der von hinten gekommen sein, ich weiß es nicht. Boah, der geht ja richtig ab da drin. Kurz hier rechts, er kommt aus. Er handelt, ja. Da ist er, ja, er kommt. Oh, er kommt durch die Tür. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Bei dir. Mach Fotos. Er ist bei dir. Er ist vor dir. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Oh, shit, ich dachte, genau, du bist. Bist du tot? Mann. Bist du tot? Ich habe versucht, ein Foto zu machen, aber es ging nicht. Mann. Ich habe dich sogar klicken gehört. Ich finde, du hast Fotos ja. gemacht. Ja. Oh. Ich habe extra jetzt noch ein Foto gemacht, weil ich dachte, ich krieg den, weißt du? Ach, ärgerlich. Für mich zählt das. Ich finde, du hast Fotos gemacht, sagt er. Das war ein Gin, okay. Aber dann lass uns mal jemand von der Community reinholen. Ich hatte Licht an. Ja, aber ich musste ihn ja sehen. Eigentlich kann man Licht ausmachen, weil die leuchten ja sowieso durch ihre Dinger, ne, Kürbisse. Aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr genug Geld. Lass mal gucken. Nee. Gibt's jemanden, Sugar Daddy, Sugar Mami aus der Community, dem man den Code geben könnte? Das gibt's doch gar nicht. Sehr krass. Aber das ist so viele gute Fotos, schon nichts zu finden. Den einigermaßen guten Mikro. Gilt für alle Chats übrigens, ne? Also das ist chatübergreifend, wenn bei Simon oder bei mir jemand ist, da sind wir nicht wählerisch. Ich schick mal kurz einen meiner Mods den Roomcode und ansonsten könnt ihr auch nochmal den Roomcode euren schicken und dann muss einfach einer, dann müssen wir aber nochmal kurz die Lobby neu aufmachen, weil ich habe nur auf 3 eingestellt. Dann machen wir das kurz. Warte, ich mach mal kurz eine neue Lobby auf. Moment, ich gebe einen neuen Code. Ich hole mir kurz was zu trinken, ich komme gleich wieder. Das müssen wir jetzt aber schaffen. Am besten jemand, der volles hohe Level hat, der uns auch helfen kann. Also jemand mit einem richtig, so die richtigen Phasmo-Schwitzer möchte ich jetzt. Die absoluten Seniors und Profis, bitte einmal herkommen. Bitte, danke. So. Gib nochmal den neuen Code rein. Also ich habe einen, habe ich ja, der schreibt, hab viel Kohle, aber ewig nicht mehr gespielt. Okay. Bist du an der Kohle oder an dem Skill interessiert? An der Kohle, oder? Beides. Beides, weil ich will auch die Runden schaffen. Okay. Also die nächste wäre nice, wenn man sie schaffen würde. Ja. So, ich poste den euch auch nochmal rein, dann könnt ihr schon mal reinkommen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Gut, dann machen wir das. Und wenn wir schon dabei sind, noch 2 Kruzifixe, weil wenn wir den Raum des Geistes ermittelt haben, können wir die dann nämlich hinschmeißen, dann huntet der nicht, dann haben wir mehr Zeit. Das ist wichtig. Genau. Und dann gern alles hinzufügen. Ich nehme noch 2 Räucherstäbchen mit. Oh, alles einpacken, super. Ja, nimm mal. Damit das kann man den nämlich blenden. Ja, ich glaube, das wäre fürs Foto ziemlich gut. Das wäre cool, gerne. Du bist der Profi, ich mache alles, was du sagst. Sagt Level 407 zu Level 125. Wie kann man mit Level 407 kein Geld haben? Was hast du denn falsch gemacht? Ich bin so oft gestorben, weil ich diese dummen Challenges mache, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben im benutzerdefinierten Hardcore-Modus mache. Ich habe einen Modus erstellt, der ist 10-mal schlimmer als Albtraum. Okay. Den hast du selbst erstellt? Das ist aber auch ein bisschen selbstverschuldet. Genau, wenn du auf Benutzer definierst. Erst mal meine Community, die statistisch veranlagt, die wollten das. Ja, wir alle. Da sind wir uns alle ähnlich. Ja. Richtiges kleines Schweinchen. Ja, 11 Uhr, packt ihr die Taschen voll. Sehr gut. Kruzifix, Feuerzeug, alles rein. Vielen Dank. Geil, von meiner Seite Hammer. Aus. Dann drücken wir alle bereit. Ich bin bereit. Ich auch. Ich hänge einfach mich hinter 11 Uhr. Ja, Carrie. Gute Idee. Ich sterbe als Erste. Nein. Aber wir gucken erstmal, ob es so stark regnet, dass wir vielleicht gar nicht spielen können. Das ist ja manchmal auch der Fall. Warten wir erstmal, bis alle gespawnt sind. Super. Es hört sich nach Regen an. Ja, es regnet. Warte, ich guck mal kurz. Guck, kann man mal testen. Ah, geht. Super. Geht. Cool. Sehr schön. Okay, dann bevor wir anfangen, genau, Elfenohr ist jetzt dabei und hilft uns. Elfenohr, streamst du? Machst du YouTube? Was machst du? Ich nicht, aber ich, mein Freund streamt, wenn ich den erwähnen dürfte. Du kannst gerne sein Twitch hier verlinken und erwähnen. Heißt Montana Black.
Das wär's. Nee, mein Freund heißt Phoenix, nur etwas anders geschrieben. V-H-I-N-I-K-S auf Twitch. Super, ist unten verlinkt. Warte mal, das Liebe da. Heißt du, ist das, kann das sein, dass phonetisch und die Schreibweise überhaupt nicht zueinander passen? Jetzt also, hab ich mir auch grad er heißt Phoenix und sagen. Schreibt sich was? K-P-N-C-V-K. Ja. Ja, eigentlich nur Phoenix für Dummies gesprochen eigentlich. Ach so, witzig. Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder alles finden. Okay. Das heißt, ganz schnell rein. Okay, also und, Taschenlampe, Kamera und Feuerzeug, ne? Genau. Genau, und Elfenohr hat uns jetzt ein bisschen was ausgegeben, weil wir sind pleite. Aber jetzt schaffen wir das. Kamera hole ich auch noch. Sponsored bei Elfenohr. Genau, sponsored bei Elfenohr. Sag mal, da ist nicht genug Kameras, habe ich das Gefühl. Nicht Kameras für alle. Oh, das ist oder wie? So dunkel. Eine Fotokamera normalerweise. Ja, der Simon kriegt keine Kamera, so wie es ausschaut. Entschuldigen Sie, Frau Elfenohr, dürfte ich Sie kurz fragen, sehen Sie bei mir hier im Schulterbereich auch eine Taschenlampe? Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Taschenlampen der anderen Leute heller sind als meine eigenen. Ach so, du musst ja auch die dunkle nehmen. Ja, du hast die kleine sozusagen, die leichte. Ach, Nils. Ich denke, deswegen sehe ich die ganze Zeit nichts. Ich denke, die silberne ist die gute. Nein, also, du hast dich vom Optischen blenden lassen. Ja, ich auch am Anfang. Wird hart weg mit dir. Nee, oh, das ist die falsche. Fort mit dir, warte, da unten, wo ist sie denn? Ist das da unten? Ach, das, warte. Dieses kleine Ding, das sieht aus wie ein Staubsaugerrohr. Genau das. Sei doch nicht immer so oberflächlich. Ja, sorry, aber weißt du, die Lektion, die ich im Leben gelernt habe, was ist, mit kleinen Taschenlampen bringst du niemanden zum Leuchten. Oh. Ey, ich habe meinen ersten Kürbis, jawohl. Okay, jetzt ist alles, ey, die ganze Zeit laufe ich im Dunkeln rum. Das ist doch jetzt nur eine Ausrede. Das wäre genauso gekommen, wenn du eine bessere Taschenlampe gehabt hättest. Kinder, höret auf, euch zu streiten. Liebet euch. Nachher. Genau, es kommt nicht auf die Größe an, so ist es. Ich höre Stimmen. Das bin nicht ich. Mein Schnaufen eventuell. So, Sanity ist jetzt auch noch ein Kirby. Kann es sein, dass ich jemanden alles wegfresse die ganze Zeit? Ja. Ich hab irgendwie. Ich bin schon so Sanity 1 Million. Aber hier ist eh jetzt alles schon da, was. Ja, okay, dahinter war auch immer eins. Bei mir werden übrigens Wetten abgeschlossen, dass Simon als erstes sterben wird. War das denn bisher so? Es war ja gar nicht unbedingt immer so. Einmal ja, beim zweiten Mal bin ich auch als erster gestorben? Scheiße. Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall immer alles getan, was von mir verlangt wurde. Das stimmt. Außer überleben halt, ne? Ja. Ich glaube, überleben müssen wir gar nicht. Ich gucke jetzt nochmal draußen, ob da irgendwas ist. Ich guck mal im Auto, wie viel wir schon haben. Also ich habe jetzt hier gar nichts gefunden. Weil ich kann mit. Ihr seid solche gierigen Snackies. Ein oder zwei. Was? Ich habe auch nur ein oder. Ich gehe mal raus und suche da. Ja. 19 von 20. Ah. Okay. Eine ist noch draußen, oder? War einer von euch draußen? Ich habe ihn. Oh, stark, okay. Also wir treffen uns jetzt wieder drin und snacken die Pillen dann, ja? Wie viele müssen wir anzünden? Ich glaube 12. Also jeder so eine Pille. Es geht voll schnell so, das ist voll nice. Seid ihr schon am Anzünden? Nee. Ja. Mhm. Hier Speedrun. Ich wollte gerade sagen, was ist. So. Oh, ich fühle mich so überflüssig. Ich muss irgendwie tun, als wenn ich so irgendwas Krasses mache. Ich meine, ihr seht ja nicht, was ich mache. Das ist nur mein Chat, weiß, dass ich versage. Du kannst einfach sagen, so, boah, cool, ich habe einen gefunden, ich habe einen gefunden. Oh, das, nice, oh. Zwei direkt, oh, geil, zwei direkt. Boah, aufeinander alle gestapelt, fünf Stück. Ja. Jetzt zündet man die nochmal an. Auf F. Okay, wie Feuer, okay. Hammer. So, ich habe auch einen. Ah, ich habe wirklich einen. Da ist einer direkt über dem Gas, hier, über dem Gasdegen. Ob man das machen sollte, ich weiß nicht. Geh hin mit dem Roller, das ist bestimmt eine gute Idee. Meinst du, das Spiel endet?
Feuer drauf machen. Aber ey, ganz ehrlich, kann so ein Geist eine Gasexplosion überleben? Ist der Geist an das Zuhause gekoppelt? Der da ist. Oh, genau. Hier ist noch einer. Eben. Was ist dann? Das ist ja, eine gute Frage. Wir könnten da einfach mit dem Staubsauger einsaugen. Ja. Okay, sollen wir mal gucken, wie viel wir haben. Und draußen sind ja auch noch ein, zwei, glaube ich. Okay. Ja, es fehlen nur noch ein, zwei. Und ich glaube, wir sollten uns alle mal die Sanity reinpfeifen. Ich glaube, wir sind gerade ganz schön... Ich habe mir schon geholt, als ihr noch arbeiten wart. Achso, du hast schon eigentlich heimlich die Antibabypille, die Pille danach geholt, ne? Ohne was gesnackt. Zu sagen. Du untreues. Also hier, 11 von 12. Ui, 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 ui. Ich glaube, einer ist noch draußen. Dann gehe ich mal draußen gucken. Sag bevor ihr ihn anmacht, weil ich bin noch drin. Ah, nee, keine Sorge. War nicht hier irgendwo draußen noch? Nee, draußen war, glaube ich, gar keiner, gell? Von den Großen. Ich glaube nicht. Mal hat jeder seine Sanity gefuttert? Ich habe eine gefuttert, ja. Da ich keine Süßigkeiten gefunden habe, hat das wahrscheinlich nicht so viel gebracht, aber ist egal. Okay, dann gucken wir nochmal. Irgendwo muss noch einer sein. Guckt doch immer in alle Ecken. Ich bin gerade draußen, oben aber... Oben auf der Matratze, sagen die Leute. Ganz echt? Oben auf der Matratze, ja. Oben? Ich hab Backseat Gaming aktiviert, ich hoffe, ja, das ist okay. Yay! Hast du ihn? Okay. Und dann, Ja. Toto. Jetzt treffen wir uns irgendwo. Elfenohr, wie viel Geld hast du denn? Ich bin jetzt auch pleite, also ich würde dann gleich an den nächsten weitergehen, wenn wir sterben. Oder geh du raus und wir probieren das, weißt, dann kannst du es immer wieder sponsern. Ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt. Na dann, gucken wir mal, wo der ist. Gib uns ein Zeichen! Geist, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, ja. Das war ein Hauchen. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott. Geist, gib uns ein Zeichen. Warte mal, das Klopfen war jetzt aber... Ist das der Geist? Es ja. ist ganz sicher Gnu. Nein, das ist der Geist, ein neuer Effekt. Wenn Geist. Du nachfragen musst, ist es Gnu. Gib uns ein Zeichen. Ich finde, die sollten deine Sounds langsam mal übernehmen. Ja, ich finde, die sollten mich bitte mal irgendwas synchronisieren lassen. Ich mach das. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Naja, vielleicht schwebelt er auch, oder was ist das? Schwabe? Das war jetzt aber, wie, war das nicht wienerisch? Nein, sorry, ja, das tut mir leid. Auch. Ich kann aber auch gern schwebeln, Geist, zeig's dir bitte mal. Gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich, wenn der Geist schwebeln würde, könnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Nee. Ich auch nicht. Die sprechen immer Hochdeutsch. Ja, wirklich. Das hat ja auch einen Grund. Oder stellt euch mal vor, das ist ein sächsischer Geist oder sowas. Oh, hier, der Geist. Was ist hier? Was ist hier im Raum? Oben? Er hat auf das Schwäbisch reagiert. Oben? Nee, unten. Ich hab ihm gefragt, Geist, lieber widerlich statt wieder nicht, und er hat auf mich was geschmissen. Das heißt, ja. Oh ja, er ist hier. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist, zeige dich. Vielleicht haben wir Glück und er macht ein Event. Geist, zeige dich. Ja. Zeige dich. GhostCon 2022. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Ich glaube, der reagiert nur, wenn man allein drin ist, oder? Willst du alleine rein? Warte, wie heißt denn der? Der heißt Mary Brooke. Mary Brooke, zeige dich! Mary Brooke, oh. Ah, ja. Event, wo ist er? Scheiße, wo was war heißt er? Das? Dass er nicht angreift, sondern ein Event. Mary Brooke, zeige dich! Die hast du zugemacht. Tür ist einfach zugegangen. Nee, die ist von alleine. Mary Brooke, zeige dich! Mary Brooke, zeige dich. Oh, hier bei mir ist irgendwas. Hand. Ich hab's geschafft! Lauf! Ich bin leider aufgegessen worden! Wo geht's hier runter? Die Tür geht nicht auf! Ich bin vor der Tür! Er zerreißt meinen Leib. Mich auch. Wie schnell das auch geht. Ich hab die Kürbis doch kommen sehen und konnte aber nicht mehr irgendwas machen, leider. Scheiße, sie hat mich auch. Nein, Mary, du Schwein! Aber egal, Elfenohr, du kannst fahren, wir haben es geschafft. Fahr nach Hause, Elfi! Ja, perfekt, ich fahr.
Ich bin genau hinter dir. Versicherung gibt's ja nicht, oder? Bei Albtraum. Oh. Nee, das sind natürliche Katastrophen. Ich habe mal eine Frage. Geister. Dieses Konzept von Geisterjägern, ne? Wenn man jetzt 4 Leute losschickt, einen Geist zu fotografieren, 3 sterben, ist dann nicht die Bilanz ein bisschen negativ? Also man erschafft 3 neue Geister? Ja, das stimmt. Man sorgt das Konjunktur eigentlich. Man sorgt für mehr Aufträge. Das war ein Gorio. Ja, Gorio, ja. Ich habe Gorio getippt. Oh mein Gott. Echt? Ja, du hast richtig viel Geld. Du machst doch Gewinn mit uns. Du hast jetzt Kohle zurückbekommen. Ja. Guck, du hast mehr Geld als vorher. So, jetzt will ich die Fotos sehen. $140. Geil. Das ist aber underwhelming, die Fotos. Da ist ja gar nichts drauf. Ja, aber immerhin, ey. Jetzt aber wo ist denn der, wo er drauf ist? Das hab ich. Ist das nicht an der Wand? Warte mal, doch müsste eigentlich. Ja. Aber komisch. Hat aber funktioniert, ist egal, beschwert euch nicht. Ja, okay, ich wollte ja nur wenigstens jetzt dieses berühmte Foto. Deswegen kriegt man nie tolle Fotos von irgendwelchen Geistern, weil immer sowas ist. Halt echt, ne? Geil. Nicht mal virtuell. Aber Elfenohr, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, auch von uns. Du hast uns diese Runde auf jeden Fall gesaved. Ja, ich habe richtig viel gemacht, außer Sugar Mami gespielt. Das hast du sehr gut gemacht. Hallo, du hast überlebt. Du hast vor der Tür gestanden. Ja, aber wirklich, als Einzige. Nee, es hat richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ja, danke, dass du da warst. Sehr gern geschehen. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Oder? Ja, ne? So, Gnu, jetzt bist du doch happy, oder? Mit dieser Geschichte hier. Nö, ich will jetzt noch die nächsten 2 schaffen. Echt? Okay. Ich dachte, wir wollten noch was anderes spielen, aber ey, wir können auch das gerne hier bleiben. Machen wir auch noch, du bleibst heute bis 2 Uhr morgens mit mir wach. Simon, heute wird richtig durchgezogen. Okay, dann machen wir mal. Simon kann nicht mehr, der ist schon mental völlig erschöpft. Nein, ich dachte nur, wir spielen noch das andere Geisterding. Das machen wir auch noch, Ghostwatchers, das ist richtig krass. Aber Ghostwatchers spielt man, glaube ich, halt nicht so lang. Deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt noch. Ja, weil alles gut, einfach. Die Camp Woodwine, die geht halt echt schnell, weil die ist nicht groß. Und da kann man auch von draußen eigentlich den Geist fotografieren. Und die wird jetzt noch mal knackig, aber die danach geht zackig. Das hat sich gereimt. Wow. Ich frage mal bei mir eben, weil wir wollten ja auch die anderen Chats noch mal fragen, falls jetzt bei mir oder bei Simon noch jemand ist, der Bock hat, der gesagt, ey, das hat, die Elfe hat das so krass gemacht, aber ich kann das auch. Ich bin auch richtig reich. Ist schon jemand da? Mila Mango. Ist schon jemand da? Ah, Mila Mango. Ja, super, das ging ja fix. Level 602. Ja. Alter. Ein bisschen gesuchtet. Ja, hallo, Mila Mango. Hast du schon die Halloween-Aufgaben gemacht? Ja, ich habe schon alles beisammen. Boah, Alter, geil. Schwede. Ja, also die musste ich doch sofort haben. Mega nice. Level 602. Sag mal, bist du privat auch so ein Mensch, der so alle Horrorfilme guckt und aber eigentlich nicht mehr wirklich was spürt? So? Bist du innerlich tot? Ich sag mal so, es kommt drauf an. Also Horrorfilme bin ich eigentlich so ein richtiger Schisser, der mehr wegguckt als hinguckt. Aber so spielemäßig, doch, da bin ich immer voll dabei. Oh, süß. Krass. Ich dachte immer, dass das schlimmer ist, Spiele als Filme. Streams auch immer total mein Ding. Oh, süß. So, was brauchen wir? Ich hau alles rein. Genau, alles wir rein brauchen da. 4-mal die starken Taschenlampen. Oh, ich habe auch hier, jetzt muss ich mal gucken, alles. Ich glaube, ich hau einfach mal alles rein jetzt hier. Yay. Klar, du hast es ja einfach. Echt? Einmal alles? Einmal alles. Ja, ist doch gar kein Problem. Okay, aber wir passen auf, dass du nicht stirbst halt, ne? Ach, das stört mich nicht. Also wenn ich das privat spiele, das stebe ich doch auch ständig. Also wie viel Geld hast du? Warte, wenn ich lüge. Moment. 5.280. Oh, ich bin jetzt auch wegen dieser Trophäe so oft gestorben. Gestorben, ne? Okay, aber wir passen jetzt auf dich ganz auf. Kurz, die Sanity-Pillen fehlen noch. Das ist aber so lieb. Ah, genau, Sanities. Noch. Oh mein Gott, es tut mir leid, Moment. Das ist nicht schlimm. Aber ich finde ganz ehrlich, also du bist Level 602 und du hast irgendwie $5.000. Ich finde, so ein Beruf sollte besser bezahlt werden. Ja, ja. Definitiv. Also ist schon ein bisschen eine Frechheit manchmal. Ja, weil die Leute es umsonst machen mittlerweile, weißt du, für die Klicks und für die YouTube-Videos und alles. Die Leute machen es umsonst. Ja. Ja, das ist ja bei mir nicht anders. Wir sind halt so verrückt, ne? Aber es ist auch ein geiles Game, es macht einfach nur süchtig, gell? Ja, und wie? Cool.
Ja, die Angst, ne? Diese Droge. Weil ich finde es auch einfach so mega, dass sie sich so viel mal einfallen lassen zu Halloween oder Ostern und so weiter. Ne? Finde ich ja auch, finde ich voll cute. Wir gucken erstmal wegen Regen, weil es hört sich stark an. Oh nein. Das finde ich auch so bescheuert, ne, mit dem Regen. Ja. Ja, ist komisch. Es regnet, ne? Oh, nö. Aber es reicht noch, es reicht. Ah, okay. Okay. Ja, dann let's go. Dann, jetzt spielen wir mit Mila Mango die zweite Map. Sie hat schon alle Halloween-Aufgaben durch. Streamst du? Machst du YouTube? Möchtest du für irgendwas Werbung machen? Ja, ich bin aber ein ganz, ganz kleiner Fisch, Mila Mango auf Twitch. Also ich habe erst angefangen. Bei mir kann man noch nicht viel erwarten. Ach doch, klar. Geht da vorbei, das Liebe da. Ja, vorbei. Oh, so süß. Oh, Level 602. Ich guck dir mal zu beim Spielen. Ich meine, ich kann dir jetzt zugucken beim Spielen. Genau, du weißt ja bestimmt auch, wo die Sachen noch ungefähr sind. Wir sammeln die jetzt alle mal ein. Ja, genau. Also die hat sie auch geändert, die Map. Ich glaube, hier draußen war tatsächlich hier einer. Oh mein Gott. Ich habe gerade nur einen, eingesammelt. Aber ich mache auch mal alles auf Haus. Jetzt. Ne? Genau. Hier ist einer. Der gehört mir. Geht weg. Ihr habt es hier im Griff. Nicht schreien, wir haben doch genug. Genau. Und wie viel Sanity bringen die, weißt du das? Ja, ich habe wieder ganz Sanity. Ehrlich, ich wusste noch nicht mal, dass die welche bringen. Das habe ich bei dir gerade zum ersten Mal gemacht. Das haben mir die Leute immer gesagt, so chill doch. Ja, aber man sieht ja auch noch nicht mal, ne? Das ist ja das Doofe bei Albtraum. Ja. Leute, nur so zur Info, ich bin im zweiten Stock. Also ihr könnt ja schon, wenn ihr dann hochgeht, in den dritten. Dann aber ist das hier ein Hochhaus oder was? Sind, glaube ich, schon mehrere Stockwerke, ja. Ja, ja, das ist das Größere. Deswegen, das heißt, wird hier nochmal ein bisschen schwieriger. Oh Gott. Geh quasi immer links rein. Rum, ihr könnt ja rechts rum in meine Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch noch einer drin ist irgendwo, ne? So richtig. Aber die Anzahl der Kürbisse bleibt gleich, ja? Weiß ich nicht. Nee, die ändert sich immer. Ah, okay. Also manchmal hast du 10, manchmal hast du 12. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es hier waren tatsächlich. Ich glaube, ein paar mehr, weil ich habe schon 4 oder so und, ja, oh, 5. Haben auch schon einige. Also ich wusste auch zum Beispiel überhaupt nicht, dass man gar nicht überleben muss. Das habe ich echt erst bei der allerletzten Map habe ich das gewusst, wo ich dachte, ich gebe mir hier so eine Mühe. Ja, voll. Also in den Schränken ist nichts, da haben wir Glück. Nee, ich dachte es auch nicht. Ich habe das dann einmal gemerkt, dass dann irgendwie wir alle tot waren, hat es trotzdem gezählt. Zum Glück, weil sonst wäre es echt schwer. Ja, genau. Das hatte ich auch bei der vorletzten Runde dann. Ja. Soll ja auch Spaß machen. Jetzt wollen wir hoch. Ja, unbedingt. Ich glaube, wir haben ja alles. Da. Ich bin bei dir. Steigt man da eigentlich auch ein Level auf? Nee, oder? Okay, sind schon mal 2. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Du hast schon das 2? Das sind so Sachen, auf die achte ich irgendwie schon gar nicht mehr. Hier vor allem direkt neben der Treppe, Nils. Oh, da sind auch noch. Sind die? Ja, 2, ne? Krass. Oh, nice. Mega gut. Also, wir haben super viel gerade. Sehr gut. Ach, die werden so schnell erwachsen. Ich fühle mich. Ja, jetzt machen wir es. Ah, meine Fresse, geh weg, du Sackmann! Was war das? Wir haben alle. Ach so, das war das. Geil. Ey, zeitgleich mit dem Geräusch ist da wieder so eine Mannequin gewesen. Nils. Die mir jetzt ihren Stoffbusen richtig ins ängstliche Gesicht gedrückt hat. Stoffbusen ist doch schön. Hört sich voll toll an, Stoffbusen. Nein, der ganz rau und. Oh. Das ist voll der gute Gamer-Name, Stoffbusen. Er bringt doch nicht die Leute auf doofe Ideen. Gar nicht. Oh, bin ich schon wieder angeängstelt. Nehm schon mal meine Pillen. Ja, das. Ach ja, der Simon immer, der denkt immer noch so an sich nochmal so eine kleine Runde. Ja, wir können es sind mal alle 4 kurz Pillen. Raus. Jeder kann sie nehmen, wann er will. Ich nehme sie einfach gerne lieber früher. Ja, das ist gut. Dann lass mal alle Pillen nehmen, Leute. Okay, die Pille, die ihr will. Okay, ich guck noch mal kurz hier auf dem Dachboden zu Ende und dann. Ah, ja, okay. Mach das. Kannst ruhig, mach ruhig fertig, ne? Also, du musst nicht auf uns warten. Jetzt beginnt das Anzünden, ja? Ich mach das, kein Problem. Ich brauch nicht mal welche, ich habe so viel gefressen. Ich brauch keine. Oh, ups. Ich habe auch alle Maps alleine gemacht, von daher. Echt? What? Ja, nein. Ja, never. Ich hab's ganz alleine gemacht. What? Das ist doch hast du krank. Da keine Angst? Nicht mehr. Das ist krankhaft. Also das ist doch voll schwer, oder? Ja, also ich sag mal so, ich habe aber auch ein bisschen geschummelt. Ich habe mir mal bei Licht angemacht. Ja, aber das ist nicht schummeln. Ja, ich hatte dann doch ein bisschen zu viel Schiss im Dunkeln. Ja, aber das ist doch trotzdem voll krass. Vor allem, wenn du zu viel Licht anmachst, dann geht ja auch der Stromkasten wieder raus, ne? Ja, das stimmt. Da muss man dann Der Geist ist hier oben übrigens, bei mir. Okay.
Mittelstock oder oberster Stock? Mittlerer. Ich habe hier eine Tür gehört. Es fehlen nur noch zwei übrigens, ne? Also. Okay. Ich gehe nochmal ganz hoch. Haben wir hier. Nee, einer. Es fehlt nur noch einer. Ich habe gerade noch einen gefunden. Wollte ich hier nochmal highlighten. Aber ganz oben warst du schon, oder? Gnu. Weil also, schon an... ich war auch ganz, ganz oben auf dem Dachboden. Ah, okay. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn. Let's go. Okay. Ab jetzt Foto. Okay. Der Geist ist irgendwo hier. Okay, kommst du ihr mit habt mir? Die Kameras. Ja. Genau. Du, also wenn du willst, Mango, für deine eigene Sicherheit kannst du gern draußen warten, weil wenn du stirbst, verlierst du nichts. Aber wenn du sagst, mir egal. Ach, das ist mir egal. Okay. Da bin ich doch dabei. Okay, wir sterben entweder alle oder keiner. Das ist, denn ich doch mal Kameradschaft. Dann kommt mal alle hoch. Ihr habt ja alle einen Fotoapparat. Mhm. Der ist hier irgendwo. Nee, ich oben. Nicht. Ich hab leider keinen. Echt? Es gab nur drei. Es gibt nur drei, ja. Aber es gab keinen. Du dich dann wirklich nicht lieber verstecken? Nein, ich bin dabei. Okay. Leuchten, alles gut. Hier ist Gefrierbrand. Das heißt, der ist hier irgendwo, ne? Wir müssen dann echt aufpassen. Wie heißt der Typ eigentlich? Der heißt Bishop. Carlos genau. Bishop, ja. Carlos Bishop, zeige dich! Ja, guten Tag, mein Name ist Carlos zeige Bishop. Zeige dich! Carlos Schiff. Geboren im Jahre 1925, verstarb ich an der Diphtherie. Ey, hier ist noch ein Kürbis ohne Licht. Ja, die gehen manchmal aus. Ja, Carlos Bishop, zeige dich! Sollen wir nicht lieber runter an den Treppen, weil der kommt ja eh von oben runter, dann können wir ihn alle abflashen. Ja, würde ich auch so machen. Carlos Bishop, zeige dich! Genau, ich habe mich auch hier hingestellt und bin dann wirklich da hinten irgendwo reingerannt. Ah, hier dann, gell? Hier kann man sich ja verstecken, ne? Geil, okay. Carlos Bishop, zeige dich! Wie triggert man die eigentlich? Also ich habe aber in manchen Maps echt eine halbe Stunde gewartet, bis der sich mal gezeigt hat. Echt? Okay. Wow. Ja. Aber der geht doch auch im Hunt, geht's ja auch. Ja, klar, definitiv. Deswegen, wir wollen, dass der huntet. Ah, haben wir denn schon, wie heißt denn das? Hier das Geister, Den Gegenstand? Gegenstand, genau. Noch nicht gefunden, nee. Das wäre natürlich nice. Ich suche mal in der Zeit, wo ja, ich versuche, den zu triggern. Das wäre cool. Gehst du jetzt einfach alleine nach oben? Er kommt, er huntet, ne? Ja. Achtung, okay. Ich hab keins geschafft, warte, er kommt jetzt runter. Ja, die Tür ist auf die Treppe. Oh Gott, ich... Okay, ich mach Fotos. Ich hab Fotos gemacht. Ja, wir haben's geschafft. Wieso will er immer meinen Arsch? Nein! Ich möchte bitte... Er hat mich. Oh, ich hab tolle Fotos gemacht. Ja, er wirkt dich. Oh. Egal, Challenge geschafft. Wir haben's geschafft. Wupp, wupp. Geil. Wo ist denn der Sack? Ah, ich bin gleich auch tot! Ja, er holt uns direkt alle. Okay, aber ich lag alle tot! Nein, ich bin am Leben, ich weiß nicht, wie ich lag muss! Ich dachte, wir sind schon wieder alle tot. Komm, du bist so gut wie tot, versteck Nils. Versteck dich, mach gar nichts mehr, beweg dich nicht mehr, versteck dich. Ah! Nein, nicht schreien, alles gut. Bleib einfach da, Nils, alles genau. Gut. Alles wird gut. Ja, Gott, ich er ist im nächsten Raum. Er soll mich einfach nur in Ruhe lassen. Er ist noch in der Küche, er kommt zurück. Ihr seid doch drei Geister, könnt ihr nicht irgendwie so... Oh, er hat aufgehört, du kannst raus, Nils, du kannst das einzige überleben. Aber er hatte doch ein süßes Lächeln. Wo geht's denn raus? Keine Angst haben. Da, genau, die Tür da. Die hier? Ja. Ja. Ist, Nein, du musst sie zu dir ziehen. Du musst sie zu dir ziehen, ja! Yes! Freiheit! Oh, ich kann euch bitte quälen, langsam. Jetzt wählt doch irgendeinen Geist auf und dann kannst du hier draufdrücken neben dem LKW auf dieses Tastenboard. Warte mal, wir haben die doch gesehen, oder? Was war das für einer? Das weiß man leider nicht, da müsste man den Reise suchen. Wir haben nur Gefriertemperatur. Das ist bei Ghostwatchers anders, aber hier kannst du das nicht anhand des Aufwärts sagen. Okay. Genau. Gebt mal kurz bei Beweise, drück mal auf Gefriertemperatur und dann siehst du die Geister, die es wegen Gefriertemperatur sein könnten. Da hast du schon mal eine kleinere Auswahl. Okay, ich bleib beim Revenant. So, und dann, wie komme ich jetzt hier raus nochmal? Wie war das gleich? Dann hier neben dem Ausgang ist diese Tastenkombination, da musst du draufdrücken. Links. Ah, da. Ja, okay. Genau, push the button. Push the button. F oder nicht? Hallo? Nee, e einfach mit Maus. Nee, einfach links geht's, genau. Ach so, ich drücke jetzt Hammer against E. Oh. Hey Leute, ich erzähle euren Eltern, ihr wart tapfer bis zum Schluss. Oh, vielen Dank.
Oi, oi, oi. Ich hoffe, sie sind stolz auf uns. Mega gut, ey. Ein Dämon, okay. War ein Dämon. Einfach mal angelogen. Nice. Ja, nee, das war gut. Ich verdiene mal ein bisschen was hier. $100, genau, 150 mega. Dollar. Viel Spaß jetzt bei der letzten Challenge. Danke dir, gell? Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Ja, natürlich. Danke, dass du mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Viel Spaß noch. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Wow. Also ich sehe hier mein Foto, aber ich sehe da auch wieder keinen Geist drauf. Nee, ich auch also nicht. Irgendwas ist da weird. Der wird nicht angezeigt. Nee. Ja, beim Hand nicht, aber ist egal. Hauptsache, es hat gezählt. Einer von uns hat getroffen. Geil. Aber ihr seht mal, wie schwer das ist, ne? Wir mussten voll das Flashlight machen. Ey, sag mal, ich habe das Gefühl, wenn der Geist einem zu nahe kommt, man kann dann irgendwann nicht mehr fotografieren. Genau, wenn er dich krapscht. Oder ist das ja. So? Ja, oder hatte ich vielleicht alle schon verschossen, ja. Alle Bilder? Das kann auch sein. Naja. Kann alles sein, ja. Oh, da steht einer in dir drin. So, da haben wir auch schon den Andi. Hallo, hallo Andi. Dennis heißt er bei mir. Bei mir heißt er hier Andi. Ja, hallo Andi. Das ist nur mein Discord-Name. Ah, okay. Hallo Andi, bist du ein Suchti? Nein, eigentlich nicht, aber ich hab, also so ein bisschen. Oh, sehr nice. Sehr nice. Dann würde ich mal sagen, bist du heute unser Sugar Daddy? Ja, ist schon geschehen. Oh, was? Schon alles drin? Schon eingekauft. Alter, du bist ja krass. Gut, du kannst what gehen. What a man, what a money good man. Geil. Dann drücken wir mal alle bereit und dann gehen wir mal rein in den Lachs. Okay. Es ging rein, ja richtig flott hier. Ne? Rein in den Lachs. In den Lachs. Rein in das den Lachs. Relativ großer Lachs sein. Bereit, Simon? Ja, ich dachte, ich hätte schon. So, jetzt ist der liebe Dennis dabei. Oder Andi. Dennis heißt du jetzt hier, ne? Weil bei mir ist noch was. Ich heiße Dennis. Hier ist ja gar nichts. Machst du YouTube? Simon ist schon Simon, ey, wieder so richtig zusammenbrechen. Genau, wir gucken erstmal wegen dem Regen, aber dann kannst du dich schon mal vorstellen. Streamst du? Machst du YouTube? Ja, ich stream ab und zu, aber relativ selten. Ich glaube, wir müssen nochmal neu starten. Ja, wir müssen nochmal neu. Da kannst du es nämlich gleich nochmal neu sagen. Ich habe Gespenst gewählt. Ach so, das ist so blöd mit dem Regen irgendwie. Nee, das war eine Shade. Okay. Nee, kann ich nicht machen. It's such a shade, it's such a shade. Du konntest nicht mehr erwählen, wehe, wenn es wirklich eine Shade war, dann bin ich beleidigt. War ein Myling. Ein Mühling. Okay, Mühling. Dann machen wir gleich nochmal alles rein und dann gehen wir direkt nochmal alle auf bereit. Myling. Alright, Kinders. Alright, ich bin übrigens Level 3. Du musst mich nicht mehr behandeln wie ein Kind. Ich habe schon das Gefühl, dass ich schon noch so ein bisschen dir die Brust reichen muss, damit es läuft. Vor allen Dingen, warum hast du dich so rangesaugt? Ich war doch ein Level besser als du. Ey, was? Jetzt bist du nicht so... Brust geben, ransaugen. Was? Oh, Simon. Bin ich hier gelandet? So, jetzt spielt der liebe Dennis mit. Dennis, streamst du? Machst du YouTube? Erzähl uns mehr. Ja, ich stream ab und zu. Wie heißt du da? Twitch Fatness. Also F-E-T-T-N-E-S. Ach, süß. Fatness. Ist ja. Unten in der Beschreibung verlinkt. Dankeschön. Und der liebe Dennis hilft uns jetzt, damit wir diese Challenge hier schaffen. Das ist nämlich die letzte Map, die für die Halloween-Challenge ansteht. Das heißt, nochmal alles Süßes sammeln, was geht. Oh, hier ist was. Snack. Dennis, wie viel Kohle hast du auf deinem Fasmo-Konto? Jetzt noch 100. Oh! Knapp! Ich komme hier nicht aus dem. Da geht das ja noch besser. Ja. Also da du gibst kannst du ja nachher, deine spärliche Kohle aus. Aber wirklich, du kannst nachher auch gerne dann weg, wenn du surviven möchtest. Ach, würde ich empfehlen. Gut. Ja, aber wenn ich. Also unsere Quote war bisher nicht sonderlich gut. Ich würde sagen. Gesehen. Hey! Übrigens, auf der Map gibt es einen Slenderman, gell? Ist es hier? Der steht irgendwo, oder war das die andere? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber der macht nichts, der steht nur rum, oder? Ja, der macht nichts, der tut nichts, wie es immer die Hundebewitzer sagen. Und dann. Ja, und bis er ist was tut. Man tot. Genau. Ja. Dann bis ist man tot. Er was tut. Ey, wo also geht's eigentlich hier? Tut er nichts. Wo geht's jetzt hier rein eigentlich? Ich glaube, ein bisschen dumm. Ich sehe nur eine Camping-Site. Ah, hier ist auf jeden Fall was an. Okay, wie viel brauchen wir denn? Wie viele Kirbys? Ich hab einen. Macht euch keine Sorgen. Ich. Yay! Hab ihn. Oh, ja. Ich hab den letzten nice. Gefunden. Ich fühle mich gut. Ja, Level 3, ne? Geil.
Dann, magst du nachher ein bisschen Suchen und Verstecken spielen, Nils, jetzt wo du Level 3 bist und zeigen, dass du ein richtiger Mann bist? Du, ich lass mich immer gern in meiner Männlichkeit provozieren, gar kein Problem. Okay. Geil, machen wir. Ich hab da nämlich was für dich. Ich hab ein Geschenk. Was, ein Geschenk? Ja. Okay, das nehme ich. Zeige ich dir aber erst nachher. Wenn ich Mut habe, okay. Werde ich direkt wieder neidisch, was ich nicht kriege hier. Glaub mir, du willst es nicht haben. Okay, dann bin ich okay. Na gut, aber ich bin ein Mann mit wenig Geschmack und noch weniger Qualitätsanspruch, also... Ach, sei doch nicht so hart zu dir. Ja, da hast du schon recht. Hey, hier sind keine mehr. Nee, das war's jetzt. Wir haben alle. Nein, ein ganz kleiner Level hier. Ja, ist voll gut. Angenehm. Also einer fehlt noch, ne? Jungs, ja, was ist da los? Keine Ahnung, was hier los ist. Ah, ich hab ihn. Wartet, 3, 2, 1. Oh ja. Geil. Gut. So, Nils. Ja. Ich würde sagen... Wo willst du mich töten lassen? Sag's mir, ich geh dahin. Du beweist uns jetzt mal, ob du's drauf hast, okay? Komm mal her. Ich soll mich hier zwischen da diese Felsen, zwischen diese... hier, wie heißen die Dinge? Was? Oh, ein Ouija-Board! Ouija-Board! Also haltet eure Fotoapparate bereit, denn Nils möchte jetzt Hide and Seek spielen. Geist! Wieso funktioniert? Ich muss draufklicken, so. Suchen und Verstecken! Spielen wir Suchen und Verstecken? Oder was? Wie heißt das? Verstecken oder Suchen und Verstecken? Hide and Seek funktioniert ja nicht. Was sagt man nochmal genau? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Ah, da ist er. Wir haben es geschafft. Aber das war aber kein Handjetz, ne? Oh Gott. Doch, oder? Oh, da kommt was! Das ist das Gerät! Oh! Nein, er macht mich da! Warum bin ich tot? Das war der erste. Mann! Hab ich mich noch schön hinter das Tor sich erretten können. Aber ey, hat er überlebt von euch? Geht mal an das Ouija-Board, wenn es nicht zerbrochen ist, und sagt mal Verstecken spielen. Also klickt mal drauf es und ist sagt zerbrochen. Ach Mensch. Zerbrochen, ja. Mann, Nils, jetzt hast du deine Prüfung nicht bestanden. Ich wusste nicht mal, dass sie angefangen hat. Ich stand da nur und hab gewartet, dass du sagst, was ich machen soll. Auf einmal schlossen sich diese teuflischen Finger um mein Gesicht. Ach Mann. Können wir nicht jetzt Fotos machen von außen? Ich glaube, das ist einer von euch sterben. Er ist direkt bei uns. Ich kann euch sagen, wo er ist. Wir haben es eh schon geschafft. Also er ist hier im Zelt, er kommt jetzt auf die Ich glaube, wir haben es ja eh schon. Loks zu. Ah ne, er geht zurück. Du bist auch gestorben, Nils. Ja. Ach Mensch. Ja, dann fahren wir zurück, oder? Die einzigen Überlebenden. Wir teilen uns natürlich auch euer Erbe. alle und Taschenlampen. Ich komm mit. Das ist immer das Beste. Leb so, dass du nur Schulden hinterlässt. Genau. Ich setze mich jetzt auf deine Schultern, Simon. Mal gucken. Genau wie bei meinen Horrorfilmen, ne? Wo der eine Typ auf einmal 50 Kilo mehr gewogen hat und nicht wusste, was los war. Ja. Okay, dann könnt ihr fahren. Wählt gerne mal, was es war. Ich hab gesagt, es ist ein Oni, weil der war nicht Oni. Hahaha. Ha, ha. Dann nehme ich auch Oni. Dann müsst ihr auf den Van drücken. Mega nice. Stark. Oh, ich bin in deinem Kopf, Simon. Ich bin in deinem Kopf. Oh, geil, ja, das sieht man mal, wenn man Sachen aus... Es war ein Revenant. Dirkney, Tupac. Dankeschön an Dennis. Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Danke, Dennis. Das war mega, dann mega. Dankeschön. Dir danke. Auch. Danke. Toll. Ciao, ciao. So. Fehlt uns jetzt noch ein Level? Oder haben wir alles? Die drei haben wir jetzt. Hier. Hast du dir denn das Ghost Whisperer auch geholt, Nils? Was? Wärst du da auch dabei? Dieses andere Ghost Hunter, Ghost, wie heißt es? Warte, Moment. Ich bin bei allem dabei. Ich muss mal nochmal. Ich habe jetzt noch zwei andere runtergeladen, musst du mal sagen. Ey, wie süß, ich habe hier einen kleinen Pokal, weil ich habe nämlich alle Maps gemacht. Mhm. Schön. No shit, warum hab ich den nicht? Ey, der ist richtig süß. Soll ich euch ein Foto schicken? Dieser, dieser Kürbispokal mit den Fledermäusen. Was? Wieso siehst du den? Weil ich ihn auch hab. Warum hast du den? Ja, weil ich sehr gut bin in dem Spiel. Hä?
Hä, du hast den auch? Ich hab den nicht. Ihr, ja, das, Simon, ihr seid alle. Ihr verarscht mich doch alle. Simon, hier hinten. Simon, hier, hast du den auch? Ich sehe auch den Pokal, ja. Ihr habt den bekommen, weil ich alle Aufgaben hab. Oh, süß. Weil eigentlich müsstet ihr noch 4 ätzende Maps machen. Ich verstehe. Das haben, den haben wir jetzt für immer. Okay, geil. Oh, süß. Ich, oh, ich gebe damit einmal an jetzt. Voll süß. Ich hätte ihn gerne im echten Leben, Mann. Der sieht richtig geil aus. Ach so, nee, den habt ihr nur, weil es meine Lobby ist. Oh. Ich hab's befürchtet, um ehrlich zu sein. Ich wollte es nicht sagen. Ich hab's befürchtet. Ich wollte mich für den Moment in dem Gefühl suhlen. Aber ihr dürft jederzeit kommen und ihn euch anschauen. Ja, den haben wir zusammen gewonnen. Die Lobby ist jetzt hier offen. Gib mir einen Schlüssel. Ja, oh, schön. Das war wirklich... Ich bin überrascht, wie... Also da ändert sich ja jetzt nicht so viel am Spiel, aber es macht immer wieder Bock. Es macht Spaß. Ja, also, hey, wenn ihr Bock habt, Leute, ihr wisst Bescheid, es gibt benutzerdefiniert so geile Sachen, die man machen kann. Also ihr müsst mich nur anschreiben, habt doch meine Nummer. Anschreien? Ja, klar! Anschreiben! Ja, machen wir. Aber wir wollen jetzt auch Ghostwatchers spielen, ne? Ihr kommt mir nicht so schnell davon. Geil! Ja, ich will das auch noch spielen. Bin ich dabei. Dann, ich guck mal kurz bei Steam, ob ich das schon runtergeladen habe, sonst kaufe ich das mal eben. Das wird ja nicht groß sein. Ich habe drei habe ich gekauft, möglicherweise war das nicht dabei. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich mache auch kurz eine Pipi-Pause und dann gehen wir auf zu Ghostwatchers. Ihr Lieben, das war eine Runde Phantasmophobia mit der guten Gnu, die wirklich gut ist, und Simon, der auch gut ist, und mir, der... Vielen lieben Dank fürs Zusehen und in dem nächsten Video... In dieser Besetzung spielen wir Ghostwatchers. Na, das kann ja was werden. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.